So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe ein tolles Plätzchen gefunden. Okay, zum Thema Seven vs. Wild, eine Nachbesprechung. Habe ich mir jetzt doch zu durchgerungen, noch eine zu machen. Ist ja schon viel zu lange her und gar nicht mehr aktuell. Möchte aber jetzt doch noch das eine oder andere so verspätet dazu loswerden. Nicht, weil es jetzt noch drauf ankäme, dass das viele Leute gucken, aber einfach damit ich das Thema abgeschlossen habe und das auch noch zu Ende kommentiert habe. Warum? Musste ich da lange drüber nachdenken, ob ich da jetzt noch was sagen möchte oder nicht. Ne, das liegt vor allen Dingen daran, dass ich jetzt am Ende doch eher gemischte Gefühle entwickelt habe der ganzen Sache. Und nachdem man noch ein bisschen mehr drüber nachgedacht hat, ja, manches hat so ein kleines bisschen ein Geschmäckle. Aber was auch auf jeden Fall gewürdigt werden muss, ist, dass ich so die ersten 10 Folgen ungefähr definitiv eine gute Zeit hatte. Ja? Also das hat mich außerordentlich, gerade die ersten Folgen, die ersten paar, hat mich außerordentlich gut unterhalten und ich hatte da Spaß beim Angucken. Ne? Tatsache, vielleicht bin ich da einfach zu beeindrucken, weiß ich nicht, ja? Aber war so. Ja? Da kam natürlich noch dazu, dass ich zusätzlich zu dem, was da passiert ist, halt auch für mich noch ein bisschen was rausziehen konnte, weil ich es ja geguckt habe im Rahmen von, oh, das könnte noch interessant sein, oh, das kannst du noch erklären, oh, und da ist noch ein spannendes Phänomen. Und damit habe ich halt noch mal ein bisschen mehr Zeug sehen können, als vielleicht der Autonormalzuschauer. Mag es auch, dass das, auch das eben noch ein bisschen mehr dafür verantwortlich ist, dass ich da enorm viel Spaß mit hatte und für mich eine gute Zeit gewesen ist. Ja. Aber so ein paar Sächelchen gegen Ende sind dann schon aufgefallen und ja, ich hätte einfach ein paar Punkte, die ich aufzählen wollen würde, die man vielleicht eventuell, falls es mal eine dritte Staffel geben sollte, das ist meines Wissens derzeit nicht in Planung, zumindest nicht vom Fritz, meines Wissens, nicht, dass ich das besser wüsste als alle anderen, da wird sich ja schön brav in Dunkelheit gehüllt, was ja auch richtig so, ne, voll und ganz. Und ja, ne, also nicht, dass das irgendwen interessieren müsste, was ich dazu jetzt zu sagen habe, aber vielleicht interessiert es ja den geneigten Zuschauer, der das jetzt hier sieht, und drum machen wir das jetzt einfach mal. So, also, zunächst mal, mir ist wichtig, dass man Seven vs. Wild so ein kleines bisschen aus zwei Perspektiven beleuchtet. Ja, es ist einerseits reine Unterhaltungs-Gaudi-Veranstaltung und das hat's gut gemacht. Boah. Die letzten Folgen waren etwas langweilig, weil da nichts mehr passiert ist. Ob die ersten Folgen langweilig waren, ja, das muss letztendlich sowieso jeder für sich entscheiden. Aber ja, die letzten Folgen, die waren schon etwas langweilig. Das war bei der Staffel 1 genauso, weil am Schluss nur noch die Zeit mehr oder weniger abgesessen wurde und dann nicht mehr groß viel passiert ist, da ja auch keiner mehr ausgeschieden ist. Insgesamt hätte ich mir prinzipiell einfach vom Spannungsbogen her schon gewünscht, dass ein paar mehr Leute rausfliegen und dann letztendlich endlich auch wieder nur so 3 durchkommen. Und vom reinen Unterhaltungs- und Spannungsbogenfaktor her hätte es auch noch ein bisschen mehr Dramatik beim Rausfliegen geben können. Da fand ich die beiden zuerst rausgeflogenen bei Staffel 1 tatsächlich erheblich unterhaltsamer. So rein von der Art des Rausfliegens, das ist jetzt nicht bös gemeint, aber ja, inzwischen habe ich auch Husten übrigens, aber es war schon unterhaltsamer, die Nummer mit dem Niklas und seinem Baum, den er gefällt hat, und den Dave mit dem, auch keine Ahnung, man, das Essen kann ich, esse das mal, oh, mir ist so schlecht. Ja, das hatte schon ein gewisses Potenzial. Na, rein vom Böse, ja, letztendlich Schadenfreude, wie auch immer man das nennen möchte, beziehungsweise, oder auch als wunderbares Beispiel, wie schnell sowas eben tatsächlich in der Realität auch funktionieren kann, wenn du von so Outdoor-Krempel halt so gar keine Ahnung hast oder unnötige Risiken eingehst. Der Niklas, wie sich später herausgestellt hatte, hatte ja Ahnung und hat dann seine 7 Tage da ja auch ganz gut durchgezogen, wahrscheinlich besser als die meisten anderen. Will ich gar nicht abschließend beurteilen. Aber die Nummer mit diesem Baumfällen, das war halt, das wird er zugeben, relativ dämlich. Ne? Und das kann jedem mal passieren, selbstverständlich. Ich habe auch schon dumme Dinge getan. Keine Frage, jeder von uns. Ja, so schnell kann es gehen. Ne? Und ja, das hat mir bei Staffel 2 jetzt nicht gefehlt, dass den Leuten keine Bäume auf den Kopf gefallen sind. Aber ja, es war halt schon
Es steht im Raum, war es zu einfach, hätten mehr rausfliegen sollen. Und da muss man sagen, kommt drauf an. Ja? Die Wahl des Ortes, an dem das jeweils stattgefunden hat, also die Wahl der Strände und so weiter, war hier halt nochmal meiner Meinung nach deutlich ausschlaggebender, wobei das kann man auch nicht sagen, als das bei Staffel 1 der Fall gewesen ist. Bei Staffel 1 war es ja zum Beispiel entscheidend, dass der Fabio, heißt er glaube ich, dass der eine Höhle hatte, weil der hatte ja keine sonstige Möglichkeiten, Unterschlupf zu haben. Hätte der keine Höhle gehabt, wäre der beim ersten Regen komplett durchgeweicht, hätte keinen Schlafsack gehabt, hätte sich nachts nicht warm halten können, hätte bestenfalls noch ein Feuerle machen können, das hat er ja gekonnt, aber das wäre relativ bald vorbei gewesen. Also da hätte es nicht viel Chancen gegeben. Zumal der Fabio wahrscheinlich auch auf mehr oder weniger als Anfänger auch nicht die Fähigkeiten gehabt hätte, sich wirklich in Regen dichtes Shelter zu bauen. Daher, also da, wie gesagt, die Wahl der Location, der jeweilige individuelle Ort, an dem man sitzt, das spielt schon eine große Rolle, was der halt eben für Dinge bereitstellt. Und da sehen wir jetzt eben auch bei Staffel 2, dass diese Grundidee, dass durch die weniger Gegenstände für die erfahrenen Teilnehmer eine ungefähre Chancengleichheit herzustellen, natürlich durch die Wahl der Plätze ein kleines bisschen da dagegen geschossen worden ist. Ein Stück weit. Ne? Also das ist der Fritz, weil er Erfahrung hat, ohnehin nur mit einer Machete losgeschickt wird, das kann ich ja soweit noch ganz gut, ja, das kann man schon so machen. Dass er dann gleichzeitig aber den miesesten Platz, ich würde insgesamt abschließend schon sagen, dass der Fritz wahrscheinlich mit einem der miesesten Plätze hatte, bis er dann halt eben mal ein bisschen erkundet hat. Und auch dann war es ja jetzt auch nicht so, dass er da besonders tolle Sächelchen gefunden hätte, lediglich eben diesen Platz für Fritz Hütte Nummer 3, glaube ich, insgesamt, oder ich weiß es nicht, aber jedenfalls seine letzte Hütte, bevor das Ganze dann auch vorbei gewesen ist. Ja, also das war schon insgesamt ein ziemlich mieses Plätzchen. Der als schlecht geltende Platz vom Otto hat sich dann ja im Gegenteil als sehr, sehr gut herausgestellt, weil der Otto der Einzige war, der natürlich einen Unterschlupf gehabt hat, der zwar scheiße ist, wenn die Flut kommt, aber zumindest für kurzfristig, wenn nun wirklich überhaupt keine Flut in Sicht ist, ein kurzmal sich da unterstellen bei Regen und kurzmal trocken sein, wenn das dann halt zeitlich einigermaßen passt, das ist schon ein großer Luxus, den alle anderen so in dieser Form halt eben nicht hatten. Ja, und eben auch die Verfügbarkeit von Kokosnüssen oder gegebenenfalls mit Sicherheit sicherem Trinkwasser an manchen Plätzen, da gab es schon auch gewisse Unterschiede, ne? Also auch mit den Nahrungsressourcen oder wie der Joris vollkommen korrekt angemerkt hat, dass er sein Shelter mit der Stachelpalme oder Pfirsichpalme hat bauen müssen. Das ist halt schon ein massiver Nachteil gewesen. Er hat sie ja tatsächlich entstachelt und er hat das da auch einigermaßen hinbekommen. Und nach eigenen Aussagen hatte er dann auch ein einigermaßen dichtes Dach. Ich habe da einen großen Respekt durchaus von dieser Hingabe an das Thema. Aber ja, da sind halt schon sehr große Unterschiede durch die Wahl der Plätzchen gewesen. Das ist dahingehend so für mich rückwirkend ein bisschen schade, weil im Vorfeld ja kommuniziert wurde, dass man ja extra den Survival-Fuzzi vor Ort hat. Den Survival-Experten vor Ort hat. Das war jetzt nicht abwertend gegen den McElroy, oder wie der heißt, gemeint. Das war gar wirklich nicht böse gemeint. Der kennt sich ja aus, keine Frage, ne? Wissen wir alle. So, und da hatte ich mir ein bisschen mehr gehofft, dass da ähnlichere Bedingungen herrschen. Mehr hat die Insel nicht hergegeben, wir wissen aus dem Making-of. Das war gar nicht so einfach, eine geeignete Insel zu finden. Und daran zweifle ich auch keine Sekunde, ne? Dass das also wirklich nicht so einfach war und da eben aufgrund der Gegebenheiten schon ein riesen Produktionsaufwand vergleichsweise für eine YouTube Produktion dahinter steckt und ne, also da man kann höchstens meckern auf sehr hohem Niveau. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn mehr vergleichbarere Strände zur Verfügung gestanden hätten. So, das wollte ich noch anmerken
Und dann eben, was auch im Vorfeld so viel diskutiert worden ist, war ja eben die Frage, soll nicht doch wieder jeder 7 Gegenstände kriegen und nimmt dann gegebenenfalls weniger mit, wenn er halt keinen Bock hat, 7 Sachen mitzunehmen? Oder soll es eben diese gestufte Zahl der Dinge, die man mitnehmen kann, Abstufung geben, so wie sich das dann letztendlich durchgesetzt hat? So, nachdem der Sascha bei der Stufung gar nicht mitgespielt hat, weil wir von Nova nichts an Gegenständen im Einsatz gesehen haben, außer ihren Biwaksack, wir bei Sabrina im Grunde eigentlich auch nur gesehen haben, dass sie gebaut hat und Feuer gemacht hat, das heißt, ihr Messer war im Einsatz, ihr Feuerstil war im Einsatz, wahrscheinlich wird sie ihre Säge hat sie auch ein paar Mal verwendet. Und was die als letzten Gegenstand auch dabei hatte, weiß ich überhaupt nicht. Den habe ich jetzt nicht groß zur Kenntnis genommen. Ich weiß nicht, was das gewesen ist. Wasserfilter war es, glaube ich, nicht. War Schnur? Könnte sein. Ja. Naja, aber ja, letztendlich lief es darauf hinaus, dass wir auch beim Knossi mit seinen relativ vielen Sachen auch nicht wirklich was von der Ausrüstung gehabt haben, dass es durch die Ausrüstung irgendwie mehr Content gegeben hätte. Und da muss man jetzt dem Fritz recht geben, dass er ja gemeint hat, dass weniger Gegenstände nicht unbedingt zu mehr Content, weniger Content führen, sondern die Leute, wenn sie weniger Gegenstände haben, sie sich mehr anstrengen müssen und dann eher mehr improvisieren und dann eher mehr unterschiedliche Lösungen für die Dinge dabei rauskommen. Das hat sich zwar jetzt auch nicht bewahrheitet, aber ein Mehr an Gegenständen hat jedenfalls nicht für kreativere Lösungen gesorgt und nicht wirklich dazu geführt, dass es da mehr tollen Content dadurch gegeben hätte. Zumindest habe ich nicht das Gefühl. Zum Beispiel, dass der Joris einen Topf hatte, hat man jetzt auch nicht so viel von gesehen. Ne? Wer sonst kein Feuer angemacht bekommen hätte und einen Topf gehabt hätte, da wäre das auch ähnlich gewesen. Oder sowas wie ein Wasserfilter, das ist halt nicht spektakulär. Der Kandidat hat gefiltertes Wasser, dann trinkt er 7 Tage lang gefiltertes Wasser, das kannst du einmal zeigen und danach interessiert es halt auch keinen mehr. Ja, also so gesehen, jein, ne? Weil, wenn man jetzt, wie es inzwischen auch vorgeschlagen wurde, unter anderem von Joe Vogel, dass wenn jeder ein Survival-Kit gehabt hätte, mit denselben Sachen drin, also so eine Standard-Mini-Survival-Ausrüstung, dann hätte man auch diesen Effekt, wie geht der Profi damit, damit um im Vergleich zu, was macht ein blutiger Anfänger? Und da wäre dann auch eine bessere Vergleichbarkeit gewesen und man hätte dann vielleicht damit auch mehr argumentieren können, dass dann die erfahrenen Leute dafür besonders miese Strände bekommen mit relativ fiesen Bedingungen. Ja, und dann hätte man da den Ausgleich schaffen können und nicht unbedingt bei der Zahl der 7 Sachen, die ja eben in den meisten Fällen ja nicht 7 Sachen gewesen sind. So, und das wäre jetzt letztendlich rückwirkend bestimmt besser gewesen, weil wenn man einem Fritz oder einem Otto jeweils noch einen Feierstil mitgegeben hätte, dann hätten die vermutlich Feuer machen können. Und dann hätten sie zumindest die Möglichkeit gehabt, und der Fritz hätte da bestimmt irgendwas mit angestellt, noch Dinge zu tun, für die man ein Feuer braucht, um noch mal irgendwas zeigen zu können, außer ich habe mir ein Shelter gebaut und jetzt sitze ich rum und erkunde vielleicht noch ein kleines bisschen und die Mücken nerven. Ja, und das ist natürlich einfach schade. Ja, durch das völlige Nichtvorhandensein von Feuer bei den erfahrenen Leuten ist uns da ganz viel potenzieller Content abhanden gekommen und das merkt man, wie ich finde, gerade bei den letzten Tagen ganz extrem, dass da keiner mehr was zu tun hat und einfach die Zeit noch abgesessen wird. Ja, und das ist natürlich ein generelles Problem des Formates, dass ein einfaches Absitzen der Zeit halt absolut nur möglich ist. Ja, das hatte ich ja schon bei meinem allerersten Video zur gesamten Seven vs. Wild-Thematik gesagt. Wie überlebt man 7 Tage, wenn es jetzt nicht in der Hocharktis ist, wo dich die Temperaturen allein schon umbringen? Du hockst dich irgendwo hin und wartest, bis 7 Tage vorbei sind. Und das hat auch eben auf der Insel theoretisch ganz gut funktioniert. Das kommt jetzt halt drauf an, wie viele Scheißviecher hast du. Ja, der Survival-Trainer, den sie da mit im Boot hatten, der hat ja auch gemeint, der
Gegenstand, zweite Gegenstand seiner Wahl nach der Machete wäre dann auf jeden Fall das Mückennetz. Das kann ich nachvollziehen, weil je nachdem, wo du bist, treiben sich die Viecher halt in den Wahnsinn. Jetzt kenne ich keine tropischen Mücken persönlich, aber da reichen die skandinavischen oder nordeuropäischen, nordamerikanischen Mücken reichen da schon vollkommen aus, um einen wirklich vollkommen in den Wahnsinn zu treiben, wenn man da keine entsprechende Schutzausrüstung dabei hat. Von daher, das wäre also auch vielleicht nochmal ganz interessant gewesen. Aber, wie wir ja gesehen haben, können die Mücken zum Beispiel beim Knossi so schlimm nicht gewesen sein, weil der hat sich erstaunlich wenig, was die Viecher angeht, beschwert. Es gab wahrscheinlich schon vereinzelt ein paar, aber ganz so schlimm kann es nicht gewesen sein, es sei denn, der Knossi ist nahezu mückenimmun. Durch irgendeinen Zufall. Ja? Oder auch eben, ja gut, die Sabrina hatte mal zwischendrin Schwierigkeiten, die Nova wiederum dann weniger mit den Mücken. Beim Otto hat man jetzt hinsichtlich Mücken auch relativ wenig Beschwerden gehört. Jetzt kann das sein, dass der einfach nicht meckert und jammert, weil er so hart ist. Vielleicht. Aber ich glaube, da waren einfach nicht allzu viele von den Viechern. Der Joris wiederum, der hatte ja auch wieder durchaus seine Probleme mit den Stechviechern. Also da gab es halt auch eine starke Schwankung, schlicht und ergreifend. Ja, und ja. Ich wollte zwischendurch, das habe ich nämlich vergessen beim eigentlichen Video aufnehmen, nochmal kurz auf die Schwierigkeitseinordnung vom Szenario Isla San Jose oder wie auch immer das Ding jetzt genau geheißen hat, kann mir das immer nicht merken, eingehen. Und zwar mit ein bisschen Text zur Veranschaulichung, einfach damit ihr mir besser folgen könnt. Bilder kann man da natürlich auch zumachen, aber das wäre ja Overkill. Außerdem bin ich ja bekanntermaßen ein fauler Sack. So, also zum Überleben braucht es zwei Dinge. Erstens mal, lass dich nicht umbringen, das wäre dann hier unten hinsichtlich Gefahren und zweitens, versorg dich mit dem, was du halt so brauchst, um nicht quasi leer zu laufen, sprich zu verhungern, zu verdursten, auszubluten, falls man dann verletzt ist und was weiß ich, also sich mit Ressourcen im Grunde versorgen. Das sind so die zwei essentiellen Dinge, wenn man zwei Sachen auswählen möchte und das habe ich jetzt tun wollen und da können wir jetzt verschiedene Regionen des Planeten jeweils von leicht bis tödlich entsprechend einordnen, wie schwierig oder nicht schwierig es ist, das zu überleben. Hinsichtlich leichten Regionen, das könnte man meinen, die Ecken sein, wo die Menschheit auch evolutionär Puff gemacht hat und dann plötzlich aufgetaucht ist, um ihr Elend anzurichten, das sie seitdem anrichtet. Ist nicht zwingend so, beziehungsweise, ja, schwer zu sagen, ab wann sind wir denn als Menschheit aufgetaucht? Wenn es um Humanoide geht, das waren ja auch noch baumbewohnende Affen, die schon so in dem Bereich menschartig vorgedrungen sind. Daher, ja, würde ich da ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Äußerungen. Aber gut, jetzt gehen wir die Liste einfach mal durch hinsichtlich Ressourcenverfügbarkeit. Ist eine leichte Region eine, in der wir viel Wasser, das wir nicht groß aufbereiten müssen, finden, Nahrung ebenfalls einfach verfügbar ist, sprich pflanzliche Nahrung, die ist immer einfacher als tierische, höchstens noch Vogeleier einfach aus dem Nest aufsammeln, sowas in die Richtung. Reichlich unterschiedliche Ressourcen gibt's, Hölzer, Gräser, Sträucher, die man zum Flechten verwenden kann. Wir haben vielleicht noch Ressourcen aus dem Meer wie Muschelschalen zur Verfügung. Feuersteine liegen überall rum, verschiedenste Steine für andere Zwecke liegen überall rum. Es gibt Lehm, mit dem man eine Hütte bauen kann, also Ton, mit dem man theoretisch sich ein Gefäß töpfern könnte, sowas in der Richtung. Ein typischer Beispiel für wirklich leicht zu überlebende Regionen kann der tropische Regenwald sein. Da kommt es drauf an, wo. Es hängt davon ab, wie viele Giftviecher da so unterwegs sind. Aber grundsätzlich kann es oder gibt es auch in tropischen Regenwäldern eben Ecken, wo man mit ein kleines bisschen Know-how völlig problemlos überleben kann, weil tatsächlich das Essen am Baum hängt, Wasser quasi überall zu kriegen ist, wenn man ein bisschen was darüber weiß. Also kann sein, ja, muss nicht zwingend. Subtropische Inseln gibt es ja
noch andere Beispiele, außer jetzt das Seven vs. Wild Beispiel von wirklich Paradiesinseln, wo du dir im Grunde einfach nur die Kokosnuss aufmachen musst und schon geht es dir prima bei angenehmen Temperaturen und nebendran eine sprudelnde Quelle, wo das Wasser direkt aus der Quelle austritt und man da was trinken kann. Also da gibt es auch Beispiele, wo das so ist. Und ich habe hier jetzt mal eingeklammert, deutsche Wälder im Herbst. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wo man ist, aber gerade im Herbst, wenn man da beispielsweise bei mir in der Region unterwegs ist, liegen da so viele Maroni rum, die kannst du gar nicht alle aufessen, so viele sind das und da kannst du wirklich völlig aus dem Vollen schöpfen, ist auch noch nicht allzu kalt und Wasser gibt es auch reichlich, wenn es im Herbst einigermaßen regnet, also es rein von den Ressourcen ist da wirklich alles da. Ne? So, Beispiel Mittel, Wasser muss man suchen oder aufbereiten oder auch beides. Theoretisch, aber nicht viel suchen. Also man muss sich einfach lediglich ein bisschen Mühe geben. Das wäre zum Beispiel meistens in Deutschland der Fall. Nahrung ist da, aber mühsam zu erwerben ist auch fast überall auf dem Planeten so der Standardzustand. Rohstoffe zwar in großen Mengen, aber wenig Vielfalt. Das heißt, die Biodiversität ist nicht besonders hoch. Zum Beispiel, du hast einen Wald, der aus maximal 4 Baumarten besteht und dann hast du halt auch im Prinzip nur 4 unterschiedliche Hölzer zur Verfügung. Das ist jetzt nicht besonders viel Vielfalt. Die 4 Hölzer, die es gibt, hast du aber quasi unendlich viel, weil du in dem ganzen Wald davon stehst. Ja, und das wären dann eben unsere deutschen Wälder im Sommer. Da ist dieser Überschuss, den es im Herbst gibt, nicht vorhanden, aber man kann immerhin ein paar Beeren sammeln, wenn man weiß, wo es die gibt. Hier und da eine Walderdbeere finden. Es ist also ein bisschen was zu kriegen. Oder boreale Wälder im Spätsommer, boreale Wälder zum Beispiel schwedische Regionen, so wie in Weißrussland zum Beispiel, das geht auch schon so in den borealen Nadelwald langsam über. Da findet man jede Menge Blaubeeren. Das wäre also quasi das Szenario gewesen von Staffel 1 von Seven vs. Wild. Die Situation in Schweden, diese Daten würde ich da ungefähr reinstecken wollen. Und dann gibt es natürlich noch einen Haufen subtropische, tropische Sonderlebensräume, wo eben ganz gute Lebensbedingungen herrschen, aber halt auch nicht völlig aus dem Vollen geschöpft werden kann. Das ist insbesondere auch wieder so in Küstennähe viele Ecken, wo das so ein bisschen so sein kann. Gut, schwer, dann wird schon schwierig, Wasser zu finden oder Wasser bereitzustellen, sodass man es trinken kann. Zum Beispiel Wasser ständig vorhanden ist dann, wenn Schnee liegt, aber daraus Trinkwasser herzustellen, ist dahingehend wieder schwierig, weil man erst genügend Feuerholz und auch die Fähigkeiten, Feuer machen zu können, braucht, um dann an das Wasser letztendlich ranzukommen. Also hier wären wir dann im Bereich schwer. Wir haben kaum Nahrung und Jagd wird zwingend notwendig, um sich langfristig mit Nahrung zu versorgen. Da gibt es auf dem Planeten auch jede Menge Ecken, wo das der Fall ist, zum Beispiel Afrika oder große, große Teile von Afrika. Wenn man jagen kann und weiß wie, dann kannst du da aus dem Vollen schöpfen. Wenn du das nicht kannst und nicht weißt wie, dann hast du da ein Problem. Das heißt, Jagd ist übrigens auch für ein langfristiges Überleben im deutschen Wald, wäre das zwingend erforderlich, dass man in der Zeit, in der man eben nicht einfach Pflanzen essen kann, darauf angewiesen wäre, dann tatsächlich die Jagd zu beherrschen. Die wird hier also wirklich omnipräsent notwendig. So wenig Vielfalt und geringe Menge der Ressource, oder zumindest wenig Vielfalt und okaye Menge, das kann man sich jetzt ein bisschen streiten, wo da genau die Grenzen sind, aber das bringt uns dann in die Tundra oder Taiga, das heißt die borealen, wirklich ganz borealen Wälder, die mehr oder weniger nur aus 1 bis 2 Baumarten bestehen, wo es nicht viel anderes gibt, außer noch ein paar Moose drunter. Die Taiga ist dann noch schlimmer. Entschuldigung, jetzt habe ich Tundra und Taiga verwechselt. Taiga sind die Wälder. Tundra wäre dann die Steppe, die kalte Steppe des Nordens, wo es dann halt nur noch so ein paar Sträuchlein gibt. Auch noch einige Beeren zu finden zwischendrin mal, aber nur ganz kurzfristig im Sommer und wirklich satt wird man von denen nicht. Und auch wenn man da langfristig überleben möchte. Man hat zum Beispiel noch nicht mal Feuerholz im nennenswerten Umfang. Das wird schon außerordentlich schwierig, abseits eben des Sommers. Ja, Halbwüsten, Hochgebirge, Trockengebiete in der Trockenzeit oder eben grundsätzlich sämtliche kühlen Gebiete des Planeten. So, und dann haben wir noch die Tödlich-Kategorie. Da haben wir fast kein verfügbares Wasser, weil wahlweise kaum eine Möglichkeit vorhanden ist, Schnee zu schmelzen oder weil einfach überhaupt kein Wasser da ist, wie in einer Wüste. Wir haben fast keine Nahrung, können eventuell noch was jagen, wenn wir hochspezialisierte Jäger sind oder entsprechende Ausrüstung besitzen.
Wir haben quasi keine Ressourcen und daher fallen einem jetzt gar nicht mehr so viele Beispiele ein, beziehungsweise sie fallen einem recht schnell ein, weil die jedem sofort einfallen für Regionen, auf denen das Überleben extrem schwierig ist, nämlich offenes Meer, Wüsten, Antarktis, Arktis oder zum Beispiel der, also im Konkreten zum Beispiel der Eisschild von Grönland, da gibt es gar nichts außer Eis, oder generell im polaren Winter wird man solche Probleme auch überall finden können, wo der auftritt. Ja, und wo sind wir jetzt Seven vs. Wild technisch einzuordnen? Irgendwo so im Bereich Mittel, was die Verfügbarkeit von Rohstoffen angeht. Isla San Jose hat also Nahrungsmittel, man kann sie einfach einsammeln. Würde man sich etwas besser weiter bewegen können, was in diesem Dickicht zugegeben sehr schwierig ist, aber möglich, dann könnte man auch eben gezielt, wenn man keine Kokospalmen hat, weitere Kokospalmen ansteuern und sich damit zum Beispiel ein bisschen versorgen. Man könnte nach fruchttragenden Pfirsichpalmen suchen. Man könnte die Mombenpflaume ausfindig machen, die es da ja auch gibt, wie wir gelernt haben. Und ja, also es gäbe da schon eine gewisse Menge an verfügbarer Nahrung, insbesondere die ganzen Meeresbewohner und die ganzen Krebse und Muscheln, die da an der Küste verfügbar sind, braucht man auch einfach nur aufsammeln. Das ist leicht verfügbare tierische Nahrung, da muss man auch nicht jagen für, muss ich die kochen und es wäre zumindest mit etwas Training, ja, ist es eben mittelschwer, ne? Es ist nicht super, super leicht, aber mit etwas Training wäre da eben auch Feuer machen mit etwas Ausrüstung, zum Beispiel einem Feuerstiel, durchaus drin gewesen. Ne? Gut, und hinsichtlich der Gefahren machen wir kurz weiter. Eine leichte Region wäre eine ohne gefährliches Klima. Das heißt, wenn man sich da hinhockt und nichts tut, dann erfriert man weder noch kriegt man einen Hitzschlag. Keine gefährlichen Tiere, sprich jemand, der dich fressen möchte, im nennenswerten Umfang. Kaum giftige Tiere, Pflanzen. Es gibt nahezu keine Region auf dem Planeten, außer vielleicht die Hocharktis, wo es gar nichts gibt, das giftig ist. In der Hocharktis hast du aber andere Probleme. Und das sind dann zum Beispiel wieder Teile von Deutschland im Sommer. Wir haben an giftigen Pflanzen sehr wenige. Die sind sehr überschaubar und da muss man sich schon sehr dumm anstellen, um da zufällig reinzubeißen. Aber ja, ein paar gibt es, wie gesagt, wie fast überall. Tropische Inseln, weil insbesondere die Inseln deutlich weniger Giftpflanzen aufweisen, als das auf dem Festland der Fall ist und auch deutlich weniger Gifttiere vor allen Dingen. Oder klassisches Beispiel wäre England. England ist noch gar nicht so lange vom Festland getrennt, hat in der Zeit einen gewissen Verlust an Biodiversität durchgemacht, dank der Tatsache, dass die Engländer sogar die Eiber ausgerottet hatten, was eine giftige Pflanze war, die auf ihrer Insel wuchs. Gibt es da jetzt noch weniger Giftpflanzen als vorher und ja, man muss sich also schon Mühe geben, um in England richtig krass niedrige Temperaturen zu erleben. Die sind da ja auch eher selten. Höchstens wird man nass. Ja, das wird einem wahrscheinlich passieren. Aber ja, also das ist schon eine relativ nette Ecke, sozusagen, so global gesehen. Mittel, gelegentlich Wind, Regen, etwas Kälte, Hitze. Etwas heißt, es wird sehr unangenehm. Man kann aber mit einfachen Methoden wie Auf- und Ablaufen was dagegen unternehmen, sodass man zumindest mal nicht stirbt oder bleibende Schäden davon trägt. Es gibt kaum gefährliche Tiere. Das wäre im Fall von Seven vs. Wild, dass die Schweine auf der Insel, die potenziell theoretisch gefährlich sein könnten, aber eben auch nur kaum. Und wenig übersichtliche Gifttiere, Pflanzen. Übersichtlich ist hier wichtig. Eine Region, die zwar Gifttiere, Pflanzen hat, die man aber in einer kleinen Schulung mal eben schnell lernen kann und man hat so eine Schulung mitgemacht, dann ist das zwar nicht nix, aber es ist auch nicht unglaublich krassestes Survival, ne? Und ja, da würde ich eben jetzt ungefähr unsere Isla San Jose abhängig vom genauen Ort einordnen wollen. Denn die ganzen Stechflieger, die da so rumfliegen, die bringen ja niemanden um, die sind einfach nur nervig. Psychische Faktoren habe ich jetzt mal außen vor gelassen, weil sonst dauert das noch länger. Schwer ist dann Klima ohne guten Schutz, langfristig tödlich, soll heißen Temperaturen so um den Gefrierpunkt beispielsweise oder nackig in der brennend heißen Sonne. Da wäre ein guter Schutz dann schlicht und ergreifend zum Beispiel so ein Beduinen-Outfit oder sowas, sehr heiß oder zu kalt. Raubtiere, die Menschen töten können, sind vorhanden. Ob die das auch tun, ist nochmal eine andere Frage, aber die gibt es zumindest mal. Da kommt in Frage Bär, Wolf,
Puma, ein Löwe, ein Elefant. Ja, gut, ein Elefant ist kein Raubtier, aber vor allem Raubtiere sind natürlich ein Thema, weil wenn die wirklich in der kompletten Wildnis unterwegs sind, könnten die schon mal auf die Idee kommen, wenn sie uns gar nicht kennen, uns mal anzuknabbern, um mal zu testen, wer wir sind und wie wir so schmecken. Ne? Sehr heiß oder zu kalt, habe ich gesagt. Ja, reichlich schwer zu identifizierbares Giftiges. Ja, das wäre also zum Beispiel in vielen tropischen Regionen der Fall, die keine Insel sind. Und dann hätten wir noch Tödliches. Klima tötet ohne Ausrüstung in wenigen Stunden. Das wäre zum Beispiel Winter auf Grönland. Ja, wenn du da nicht schon in sowieso in Arktis-Ausrüstung rumdackelst, dann überlebst du da nicht lange. Und da hast auch nicht wirklich eine Chance, dir eben eine Arktis-Ausrüstung mal eben zu craften, wenn du keine hast. Ist also extremst gefährliche Gegend ohne Ausrüstung, so für Survival-Szenarien. Man ist mit dem Flugzeug abgestürzt oder was auch immer. Selbst wenn du die Ausrüstung hast, musst du erstmal die Nacht überstehen. Stehen, ohne rumzulaufen, musst eine Möglichkeit finden zu schlafen. Dafür musst du extrem warm angezogen sein oder einen Schlafsack haben, einen richtig guten, sonst hast du da keine Chance. Sehr gefährliche Tiere, allen voran der Eisbär, der macht dich völlig platt. Es gibt Gründe, weshalb man auf Spitzbergen nur mit einem großkalibrigen Gewehr rumlaufen darf, wenn man überhaupt zu Fuß geht. Zu Fuß gehen ist überhaupt nicht gern gesehen, eben wegen dem Eisbär. Wann immer du dich in die Gefahr begibst, dem Eisbär begegnen zu können, droht dem Eisbär ja auch die Gefahr, erschossen zu werden. Deswegen ist ein Spaziergang ziemlich egoistisch von dir, weil du damit auch den Eisbären Gefahr bringst und der kann nichts dafür, dass er dich fressen will oder zumindest mal töten. Oder sehr viel Giftiges. Ne? Zum Beispiel Australien. Oh, aber da alles schon dastehen. So. Und die Übersicht ist jetzt einfach nur dafür nochmal da, um wirklich absolut abschließend nochmal klar zu machen: Nein, Isla San Jose ist nicht das Krasseste, was es überhaupt nur geben kann hinsichtlich Überlebensszenarien. Es ist aber auch nicht völliger Kuschelkurs. Das schon auch nicht. Ja, das muss man der Fairness halber so sagen. Und ja, also irgendwo in der Mitte einzuordnen. Und damit zurück zum Ben. Wollte ich an der Stelle auch nur einfach mal kurz angemerkt haben. Aber ja, ein bisschen mehr Ausrüstung für die Leute, die gar keine Ausrüstung hatten, hätte halt eben möglicherweise dazu führen können, dass die dann was hätten tun können, weil sie ja beide nicht in der Lage gewesen sind, was zu tun, beziehungsweise Sascha ohne Ausrüstung dann ebenfalls nicht in der Lage gewesen ist, was zu tun. Mag sein, dass er dadurch die totale Eskalation gehabt hat, aber er hat halt für uns auch keinen Content produziert, außer Muckis in die Kamera halten, was ja in Ordnung ist. Ne? Soll jetzt gar keine große Beschwerde sein. Die sind ja auch beeindruckend. Ja? Und nackig im Wasser hocken und spucken, würgen und leiden. Ja? Wie gesagt, der Sascha, das ist ein ganz total toller Typ. Ich finde den auch klasse sympathisch. Überhaupt keine Frage. Ja, aber viel mehr ist de facto halt bei ihm nicht passiert. Ja, und da wäre halt einfach den Sascha, wenn er sein Zeugs nicht gleich verbuddelt hätte, da wäre er halt mit einem, mit erstens würde ich mich schon interessiert, wo er seine Hängematte hätte letztendlich aufbauen wollen. Nicht, dass es da irgendwas gegeben hätte, was so aussah, als ob er das verwenden wollen würde. Oder halt eben, ob er nicht vielleicht ein Feuer anbekommen hätte. Und das hätte halt extrem viel interessanten zusätzlichen Inhalt generiert, wodurch das einfach spannender gewesen wäre. Es hätte mehr Dinge zu sehen gegeben, außer jammernde Kandidaten. So als Hauptcontent, mehr oder weniger. Ja, dass der Joris letztendlich kein Feuer anbekommen hat, das ist natürlich schade. Jetzt will ich gar nicht abschließend sagen, das und das und dann jenes hätte er nehmen können. Tatsache ist, es ist schon schwierig, unter diesen Bedingungen Feuer zu machen, aber wie inzwischen ja dann auch bewiesen worden ist, gegen ganz Ende, das hatte ich also nie kommentiert, dass man mit Bambusabrieb, offensichtlich selbst ein Knossi, der ja noch weniger Erfahrung mit dem Feuerstil wahrscheinlich hat als der Joris, ich vermute zumindest, dass er mit dem Ding mehr geübt hat als der Knossi, möglicherweise. Vielleicht hat der Klaus die auch mehr geübt als der Joris, das wissen wir nicht. Aber
Also selbst Knossi hat mit seinem Feierstil seinen Bambusabrieb anzünden können, um sich seine letzte halbe Zigarette anzuzünden. Und so gesehen, Bambusabrieb hätte der Joris auch herstellen können. Ich glaube, in einer seiner letzten Reactions hat er das dann auch festgestellt, dass tatsächlich was da gewesen wäre, mit dem er hätte Feuer machen können. Und nicht nur die Umstände daran schuld sind, dass er kein Feuer hatte. Jetzt heißt das aber nicht, dass ich in irgendwelcher Form den Joris runtermachen möchte. Kandidaten, die ich ganz bestimmt nicht runtermachen möchte, sind erstens der Knossi, zweitens der Joris, und ein Stück weit noch die Sabrina. Und der Sascha, ja, wie gesagt, den haben wir halt 7 Tage beim Leiden zugucken können. Super sympathisches Leiden, aber ja, ich hätte mich schon über etwas mehr Sachinhalt in Anführungszeichen gefreut. So, das bringt uns jetzt zu dem Punkt, was ist Seven vs. Wild eigentlich? Ist das jetzt nun ein Unterhaltungsformat oder ist das eine Survival-Show? So, und jetzt gerade jetzt nachträglich, wo die Survival-Leute meinen, das ist aus Survival-Sicht alles grottig, hört man immer häufiger, dass es ja eine Unterhaltungsshow sein sollte. Ja, aber da bin ich jetzt schon so ein bisschen, nee, das stimmt nicht. Ja, also man hat schon im Vorfeld auch sehr viel Werbung damit gemacht, dass es auch um Survival geht und also die reine, es ist ja nur reine Unterhaltungsshow, Thematik, nein, ne? Der Fritz hat schon recht, dass es in Teilen sehr wohl sehr viel unterhaltsamer ist oder anders unterhaltsam ist, wenn man da eben nicht 10 Profis in der Wildnis aussetzt, sondern 7 bisschen, ja, so erfahren bis gar keine Ahnung habende aussetzt, sowas in die Richtung. Ein absoluter Vollprofi, das betonen ja auch Fritz und Otto immer, sie haben ja nie gesagt, dass sie absolute Vollprofis sind. Im Fall von Fritz stimmt das, das hat er wirklich nie gesagt. Also jedenfalls wüsste ich nicht, wo er das mal gesagt haben sollte. Beim Otto steht es dauernd auf dem Thumbnail. Ja? Also das muss man schon klar sagen. Vielleicht hat der Otto das nicht so gesagt, aber zumindest seine Marketingabteilung, wer auch immer dafür verantwortlich ist, schreibt ihm dauernd, er sei Survival-Experte aufs Thumbnail, in den Videotitel oder sonst irgendwo hin. Und man sollte schon dazu stehen, was einem da hingeschrieben wird. Und da steht eben nun mal zum Beispiel Survival-Experte reagiert auf was auch immer. Seven vs. Wild-Gewinner, das allein ist jetzt noch nicht unbedingt was dich als Survival-Experte klassifiziert. Aber es gibt schon, ich kann notfalls Beispiele raussuchen, wenn mir das keiner glaubt, aber da gibt es schon definitiv Dinge, wo behauptet wird, der Otto sei Survival-Experte. Ja, auch wenn er das vielleicht nicht selber gesagt hat, aber dann seine Marketingabteilung, das ist genau das Gleiche. Ja, also da muss Konsistenz herrschen zwischen deinem Team und dir, dass die nicht beliebig dich in den Himmel loben können und du dann am Ende sagen kannst, ja, aber ich persönlich, ich habe das ja nicht gesagt. Ja, das mag anders so sein. Was anderes ist, wenn es in die Kommentare geschrieben wird. Ja? Also wenn mir jemand in die Kommentare schreibt, ich sei der krasseste Waldexperte ever, dann habe ich das so nicht gesagt, würde ich so auch niemals unterschreiben wollen. Da gibt es so Professoren mit langen grauen Bärten, die wissen erheblich mehr über den Wald als ich, erheblich. Ja? Also da maße ich mir hinten und vorne. Ich bin vielleicht höchstens der auf YouTube seine Fratze in die Öffentlichkeit haltende Typ, der am meisten über den Wald weiß. Vielleicht, ja? Vielleicht. Und auch nur, wenn wir den Wald als Gesamtkonstrukt verstehen, inklusive dessen Bewirtschaftung und Holzthemen und so ein Zeug. Ja? Wenn du rein die Biologie rausgreifst, auch da mag es Leute geben, die im Teilbereich Biologie im großen Kontext von allem, was im Wald wichtig ist, sich besser auskennen als ich. Die gibt es garantiert. Ja? Ja, aber ich schreibe mir eben auch nicht Dingsbums-Experte ins Thumbnail, außer dass ich höchstens mal Forstwissenschaftler hinschreibe, aber das bin ich ja auch. Davon abgesehen ist das noch nie mein geschützter Begriff, so kann sich eigentlich jeder Dödel bezeichnen, der irgendwie Bock drauf hat. Na? Gut, wie dem auch sei, worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, ist es nun ein Unterhaltungsformat oder ist es ein Survival-Format? Naja, es ist mindestens anteilig auch ein Survival-Format und dann sollte man eben schon auch Kritik an den gezeigten oder nicht gezeigten Survival-Techniken üben dürfen. Das halte ich dann schon für ziemlich legitim. Ja, und ich hätte es eben auch aus Unterhaltungszwecken, auch für Otto Normalverbraucher daheim auf dem Sofa, der mit Survival so gar nichts zu tun hat, auch die hätten es wahrscheinlich letztendlich nicht uninteressant gefunden, wenn mehr Kandidaten in der Lage gewesen wären, zumindest ansatzweise zu versuchen, ein Feuer anzuzünden. Ja, und ja,
Ja, und da kann man sich also mit dem, es ist eine Unterhaltungssendung, nicht abschließend rausreden, finde ich. So, jetzt muss aber auch noch erwähnt sein, Flieger, wie immer. Trotzdem, ich fand es wirklich unterhaltsam, gerade eben auch aufgrund der sympathischen Charaktere, die da eine Rolle gespielt haben, mir das anzugucken. Ne? Und ich habe fleißig, zumindest die ersten 6-7 Folgen lang oder sowas, habe ich auch fleißig immer darauf gewartet, dass mittwochs oder samstags 18 Uhr gewesen ist und ich mir die nächste Folge angucken konnte, weil ich wirklich Spaß dran hatte. Und mich unterhalten gefühlt habe. Ja, also dafür Unterhaltungsfaktor no, mindestens mal 8 von 10 Hüten für die ersten Folgen. Gegen Ende ja vielleicht noch 4 oder 3 von 10 Hüten, weil da halt nichts mehr passiert ist. Also so nix. Ja, und dann auch absehbar war, da wird auch nichts mehr passieren. Und ich habe mir das noch angeguckt, aber da hätte ich nebenbei auch stricken können. Ich kann übrigens stricken. Okay, ich kann auch nicht stricken nebenbei, aber ich habe ein kleines bisschen stricken gelernt. Aha, haha, Dinge, die man noch nicht über den Ben wusste. Wie dem auch sei, jedenfalls kommen wir zur Leistung der einzelnen Teilnehmer, um das Ganze in irgendeiner Form zu einem Abschluss zu führen. Wollte ich das einfach nochmal auflisten und da vielleicht hier und da nochmal ein bisschen loben und hier und da ein wenig kritisieren. Ich bin nämlich mit dem Ranking durch die Punkte letztendlich nicht einverstanden, wer da jetzt gewonnen und verloren hat. Außer bei einem Punkt, die Nova, die hat schon verloren. Ja? Irgendwer muss, wenn das eine kompetitive Geschichte ist, und das ist ja ein Wettbewerb gewesen, da gab es Plätze. Jetzt hat man das zwar immer wieder so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, als sei das nicht wichtig, wer das Ding jetzt gewinnt oder verliert. Das ist letztendlich auch sicherlich nicht wichtig, aber es gab sie. Ja, und dann muss man wie bei jeder anderen Wettbewerb auch eben auch realisieren, dass wenn es einen Wettbewerb gibt, muss auch einer in der Lage sein, diesen zu verlieren. Und das war halt nun mal die Nova. Und das wird jetzt wieder viel Ärger geben, wenn man an der Nova rumstenkert. Ich stenke aber gar nicht an der Nova rum, sondern weise lediglich sachlich darauf hin, dass sie halt verloren hat. Und da muss man jetzt schon irgendwo sagen, aus nachvollziehbaren Gründen, und sie war auch tatsächlich vom Survivability her, und da gehe ich nachher noch drauf ein, die schlechteste Teilnehmerin. Ja, dann möchte ich an der Stelle jetzt ein kleines bisschen weiter ausführen. Was meine ich denn jetzt mit der Survivability? Ganz, ganz blödes Wort. Nennen wir es Überlebensfähigkeit. Die setzt sich meiner Meinung nach aus mehreren Faktoren zusammen. Zunächst mal ist hilfreich Wissen. Wenn du zum Beispiel weißt, welche Pflanze du da, wo du bist, tatsächlich sinnvoll essen kannst und die dich auch mit ein bisschen Kalorien versorgt, dann hilft dir das auf jeden Fall weiter. Ja, wenn du schon mal zumindest grob weißt, wie du theoretisch ein Feuer machen solltest oder grob weißt, in welche Richtung vermutlich das nächste Dorf ist, falls man sich selbstständig irgendwo hin retten muss, oder ein bisschen medizinisches Grundwissen hast, falls du verletzt bist und. Wissen ist sicherlich ein außerordentlich wesentlicher Faktor, der die Überlebensfähigkeit steigert. So, dann wichtig ist auch Fitness. Ja, und da haben wir dann zum Beispiel so einen Sascha, der eben Kokosnüsse fast schon in Stücke reißen kann, ohne ein Werkzeug dafür zu benötigen. Das ist definitiv ein Vorteil. Es ist sicherlich auch dann ein Vorteil, wenn man in irgendeinem Szenario überleben soll, in dem man halt sich fortbewegen muss. Wenn du da ein gebrechlicher 90-Jähriger mit Rollator bist, dann hast du in der Hinsicht definitiv einen Nachteil. Vermutlich hast du jede Menge Wissen angehäuft im Laufe deines Lebens. Aber ja, so ist es. Ne? Niemand hat gesagt, das sei fair. Ja, das ist es nämlich auch nicht. Aber ja, körperliche Fitness spielt eine Rolle und je nach Situation kann die sehr entscheidend oder ja nur hilfreich sein. Irgendwo so zwischen diesen beiden Faktoren. So, und dann gäbe es dann noch, ich sag jetzt mal, Fähigkeiten. Wissen ist das eine, ne? Theoretisches Wissen, wie die Dinge funktionieren und so weiter und so weiter. Fähigkeiten würde ich jetzt eher in den anderen Topf schmeißen, weil zum Beispiel, um mich zu beschreiben, wissensmäßig würde ich mich irgendwo sehr weit oben tatsächlich einordnen wollen. Ja, ich kenne eigentlich die allermeisten Survival-Tricks auf dem Papier zumindest, kann die allermeisten
Dinge, die mich umbringen würden, identifizieren und in den allermeisten Klimazonen der Erde zumindest ein paar Sachen identifizieren, die mich am Leben halten würden. Und damit bin ich schon, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Wenn ich in meiner Klimazone hier bleibe, dann weiß ich sehr viel. Ja? So. Aber Fitness, naja, geht so, sollte kein Riesenproblem sein, könnte aber besser sein, ja, Tatsache. So, und was Fähigkeiten angeht, ich kann mit Hilfsmitteln sicher ein Feuer anzünden. Das kriege ich inzwischen hin, das musste ich aber auch verdammt lange üben, weil ich bin ja ein miserabler Handwerker. Das heißt, in Sachen Shelterbau stehen mir zum Beispiel nur Hütten zur Verfügung, die unglaublich simpel zu errichten sind, wo man außer grob zu wissen, wie das geht, nichts für können muss. Sachen, bei denen man dann schon wieder was können muss, da kann ich halt eben nicht allzu viel. Ja, oder zum Beispiel jetzt so Sachen wie Fallen. Ja, es gibt ja diverse tolle Survival-Fallen, die man sich basteln kann, um dann Kleingetier zu fangen, um das zu verzehren und so weiter. Ich hätte wahrscheinlich nicht die notwendigen handwerklichen Fähigkeiten, wenn ich das nicht super lange übe, um eine halbwegs brauchbare Totschlagfalle zusammen zu improvisieren. Ja, und schon gar nicht, wenn ich nicht vorher den Bauplan dafür auswendig gelernt habe. Also so aus eigener Idee drauf kommen, wie das funktionieren könnte, keine Chance. Ja, und ich baue mir auch kein Blockhaus, da fehlt mir auch die Fähigkeit dazu. Wie gesagt, es reicht nur für primitivste Hütten. Und drum würde ich jetzt sagen, insgesamt Überlebensfähigkeit, ich persönlich, Wissen sehr gut, Fitness, Mittel, Fähigkeiten eher unterdurchschnittlich beschlecht, so irgendwo in dem Bereich. Früher wäre ich auf jeden Fall schlecht gewesen, da ich ein bisschen was inzwischen gelernt habe, eher unterdurchschnittlich vielleicht. Ja? Also das läuft dann auf eine überdurchschnittliche Gesamtüberlebensfähigkeit hinaus, aber noch halt eben längst nicht Masterclass oder irgendwie sowas in die Richtung. So, und wenn wir jetzt diese Idee von der Überlebensfähigkeit auf die Kandidaten übertragen und vielleicht noch mentale Aspekte. Mentale Aspekte sind natürlich auch noch ganz wichtig, also ein vierter Faktor, der für die Überlebensfähigkeit wichtig ist. Da würde ich aufgrund einiger Erfahrung mit der Thematik und mir auch mindestens ein gutes Zeugnis ausstellen wollen, da ich mit Alleinsein keine Probleme habe, auch mit Isolation zumindest über einige Tage keine Probleme habe, nachweislich ungefähr 10. 10 Tage mit gar niemandem was zu tun haben, hatte ich schon. Wobei ich zugegebenerweise einmal kurz bei Mutter angerufen habe in diesen 10 Tagen. Ja, also das muss man der Fairness halber sagen. Wirklich Isolation, mit keiner Menschenseele irgendwas zu tun gehabt, das hatte ich vielleicht mal 5. Ja, ich glaube, am 5. oder 6. Tag hätte ich mal bei Mutter angerufen, um mal kurz darauf hinzuweisen, dass es mir noch gut geht. War aber sauteuer, das Telefonat damals gewesen. Belief sich das auf eine Minute oder 2 und dann war auch wieder gut und dann habe ich wieder 5 Tage niemanden gesprochen oder gesehen. So, und das war völlig in Ordnung, das hat mich in keinster Weise irgendwie gekratzt, im Gegenteil, deswegen bin ich da ja hin, war in Schweden, in Norwegen war das damals, genau, diese ganz isolierte Tour. Ja, und so gesehen, da drehe ich so schnell nicht durch, weiß ich, was Reaktionen in Stress- und Notsituationen angeht, werde ich auch eher ruhig, je schlimmer die Situation ist, erfahrungsgemäß, und bin da eigentlich auch ganz zufrieden mit dem, wie ich da funktioniere. Ich gerate seltenst in Panik, in physischen, real Lebensumstände, Stresssituation ist was anderes, wie wenn ich Schuhe kaufen gehen soll mit guter Freundin oder sowas. Ne? Da schaut es ganz anders aus. Oder irgendwelche zwischenmenschlichen Geschichten, da mag das dann auch nochmal anders ausschauen. Aber jetzt so Zeug für ein Wildnis-Survival-Szenario, da würde ich mir schon eine hohe Stresstoleranz zugestehen. Und dann bin ich vielleicht insgesamt über diese 4 Kategorien noch ein bisschen mehr als überdurchschnittlich, vielleicht gerade so im Bereich gut, so im beginnenden Gut, so in etwa. So, jetzt aber wirklich über tragen wir das Ganze mal auf die Kandidaten und da würde ich Nova eine schlechte Überlebensfähigkeit aussprechen, weil sie keine besonders guten Fähigkeiten hat, zumindest nicht von dem, was man da gesehen hat. Jetzt muss man auch dazu sagen, nur von dem, was man bei Seven vs. Wild gesehen hat, können wir von ausgehen. Ja? Wenn die ansonsten doch noch total krasse Fähigkeiten hat, die wir aber nicht gesehen haben, dann wissen wir das nicht und dann müssen wir die jetzt hier einfach schlicht und ergreifend ignorieren, weil wir es nicht wissen. Ja? Daher tun wir eigentlich eben keine
Kandidaten Unrecht und kennen die ja jetzt nicht näher. Aber bei Nova würde ich schon sagen, schlecht bis sehr schlecht, psychisch definitiv sehr schlecht. Das ist so, ja? Das ist nicht nett, das so zu sagen, aber das interessiert halt im Survival-Bereich nicht. Du kannst es oder du kannst es nicht. Wenn du gute Gründe hast, es nicht zu können, dann ist das im sozialen Bereich absolut dann ein gut akzeptiertes Argument und dann mag man dich trotzdem gern haben und so weiter und so weiter. Aber den sozialen Bereich gibt es ja eben gerade im Solo-Survival halt eben überhaupt nicht. Da spielen soziale Aspekte keine Rolle, weil man ist ja alleine und soll jetzt hier überleben. Daher mag eine Nova zum Beispiel ganz, es wäre ja was anderes, wenn man jetzt ein Gruppen-Survival-Szenario hätte. Und da dann eine Nova in der Gruppe zu haben, die vielleicht als Berufsentertainerin, was sie ja irgendwo ist, eine Gruppe total zusammenhalten kann, indem sie da gute Stimmung verbreitet. Vielleicht kann sie das, das kann ich auch nicht beurteilen. Aber das wäre dann zum Beispiel eine ganz andere Situation. Ja, aber für Solo-Survival schlecht bis sehr schlecht, nach dem, was wir da gesehen haben. Ja, Tatsache. Ja? So. Trotzdem, bevor ich jetzt wieder Ärger kriege, ist die Nova bestimmt ein ganz wunderbarer Mensch und unglaublich sympathisch. So, Punkt. Nächster Platz, aus meiner Sicht, so von der Überlebensfähigkeit her, ne? Also mein Ranking wäre jetzt eben nicht so wie die Punkte letztendlich gefallen sind, sondern wie ich eben die Überlebensfähigkeit der Kandidaten, nach dem, was wir da gesehen haben, einschätzen würde. Und dann kommt nämlich auf Platz 6 tatsächlich dann der Sascha, aufgrund seiner, auch wenn es super sympathisch ist, seiner Weigerung, irgendwie Konsequenzen aus seiner Handlung zu ziehen. Das macht ihn nämlich einfach in Sachen Wissen wenig vorhanden, ja, außer sein Vortrag zum Krokodil, der war natürlich, abgesehen davon, dass es das falsche Krokodil ist, aber ansonsten war der ja schon in Ordnung. Ja, und er wusste noch, wie man einen Haufen Holz übereinander schichtet, um sich eine Burg zu bauen, wo das Krokodil nicht hochkommt. Aber das war's dann auch schon. Das ist also mindestens mal unterdurchschnittlich bis schlecht von dem, was man gesehen hat, wie gesagt. Ja, auch diese ersten Versuche, möglicherweise eine Hängematte aufzuhängen, den Ort, wo er die ursprünglich hinbauen wollte. Und natürlich dieses viral gegangene, frisches, klares. Oh, das ist frisches, klares Wasser. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Aber wir wissen alle, was gemeint ist. Das sind halt schon Dinge, die aus einer Survival-Sicht ziemlich doof sind. Und dann auch eben, obwohl ihm die ganze Zeit schlecht ist, da nichts dran zu ändern. Und auch die Sache mit der vergammelten Kokosnuss. Auch ich esse die jetzt mal trotzdem. Und dann geht's gekotze los. Das ist schon halt ein bisschen aus Survival-Sicht ein bisschen doof. Ja? Sascha ist mit Sicherheit ein herzensguter Mensch. Ja? Gar keine Frage. Und nochmal, ich finde ihn echt sympathisch. Aber nee. Also Fitness top, das ist ein Vorteil. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Wissen schlecht bis unterdurchschnittlich, so irgendwo in dem Bereich. Vielleicht das mit dem Krokodil, was er sich so schön angelesen hat, müssen wir dann noch als unterdurchschnittlich eventuell zählen. Fähigkeiten hat er jetzt auch nichts Besonderes gezeigt und mental würde ich auch eher als schlecht bewerten, weil diese Sturheit, lieber zu leiden, anstatt darüber nachzudenken, was man jetzt besser machen könnte und wie man seine Situation verbessern könnte, bringt dich in einem Survival-Szenario um. Daher schlecht, irgendwo schlecht bis katastrophal. Und bei Nova, ja, also nochmal zusammenfassen, wie gesagt, Fähigkeiten hatte sie keine, Wissen hatte sie, ich habe jedenfalls nichts davon gesehen, auch Umgang mit dem Werkzeug war nicht gut, psychisch Panik nach 2 Tagen, psychischer Zusammenbruch nach 2 Tagen, nochmal, ne? Je nachdem, was du für ein Mensch bist, mag dir das auch schon passiert sein. Und du hast hundertprozentige Sympathie mit jemandem, dem das so passiert. Ja, und geneigten Zuschauer kann das absolut nachvollziehen. Ja, aber das ist, ja, wir reden hier vom Überleben in der Natur. So, und die Natur, die hat keine Sozialversicherung, die hat keine Krankenkasse und die hat keine soziale Absicherung in irgendeiner Form. Wenn du da nicht in der Lage bist zu überleben, dann überlebst du auch nicht.
Ja, das ist also so ein ganz wesentliches Kriterium dafür, wenn man die Zivilisation verlässt, dass man sich dann um sich selber kümmern muss. Wenn man alleine ist, das eben alleine. So, und was war noch? Was habe ich jetzt vergessen? Ach, Fitness. Ich habe keine Ahnung, ich würde mindestens eine durchschnittliche Fitness bei der Nova unterstellen wollen. Durchschnittlich ist wahrscheinlich leicht überdurchschnittlich, sowas um den Dreh. Ja, also das ist dann schon in Ordnung. Gut, ne? Also beim Sascha hat man ja schon gesagt. So, dann würde ich auf den nächsten Platz dann, ehrlich gesagt, auch schon irgendwie... Ja, da tue ich mich jetzt ein bisschen schwer. Wahrscheinlich den Knossi. Ja, mit großem Respekt den Knossi auf den drittletzten Platz packen wollen. Denn der Knossi hat, was das Mentale angeht, hervorragende Eigenschaften bewiesen. Ja, er konnte sich aus winzigen Erfolgen motivieren, weiterzumachen. Er hat sich selbst entertained. Er mag sich selbst genug, um lange mit sich selbst klarzukommen. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft zum Überleben. Das ist vielleicht nicht unbedingt in der Gesellschaft immer hilfreich. Ist auch nichts Schlechtes. Aber für eine Survival-Situation ist das ganz, 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 ganz wichtig, dass man mit sich selbst klarkommt. Jemand, der große Selbstzweifel hat oder gar psychologische Probleme, die behandlungsüberlegbar wären, mindestens mal in Sachen mangelndes Selbstwertgefühl und sowas in die Richtung. Das ist extrem fatal in solchen Situationen, wenn du mit dir selbst nicht zurechtkommst. Und du bist ja der Einzige, mit dem du zurechtkommen kannst, weil wer anders ist nicht da. Und da ist das entscheidend aus meiner Sicht, dass man irgendwie mit sich selbst im Reinen ist. Und das ist der Knossi, denke ich, sehr. Ja, und das hat ihm dann, glaube ich, ganz außerordentlich geholfen. Und eben auch sich selbst aus dem Dreck ziehen zu können, wenn was nicht klappt, dich selbst mit dem Zeug, das du dir selbst erzählst, wieder zu motivieren, weiterzumachen. Also ich würde das wirklich vom mentalen Aspekt her, würde ich den Knossi irgendwo zwischen sehr gut und hervorragend einordnen wollen. Umso beeindruckender, da der ja null Erfahrung vorzuweisen hat und das nicht gelernt hat, sondern grundsätzlich vom Charakter her einfach so tickt. So, Wissen unterdurchschnittlich, aber nicht schlecht. Er hat sich ja alles gemerkt, was sie ihm im Training vorher beigebracht haben. Ne? Er hat die potenzielle Killerbiene erkannt. Er hat den Machianellbaum erkannt. Er hat alles die Krebslein einigermaßen zuordnen können. Er weiß auch, was eine Kokosnuss ist, ob die Wildschweine letztendlich Wildschweine gewesen sind, die da gewesen sein mögen. Aber ich würde schon sagen, der hat, also das ist recht beeindruckend, wie viel von dem, was man ihm beigebracht hat, er dann doch auch offensichtlich behalten hat. Und don't do stupid things und so ein Zeug, hat er offenbar auch verinnerlicht. Also da würde ich schon mindestens mal eine einigermaßen gute Punktzahl für Wissen vergeben. Vielleicht bewerte ich dann den Sascha auch ein bisschen zu hart. Dann mag man dem Sascha vielleicht auch ein unterdurchschnittlich angedeihen lassen. Würde ja Sascha und Knossi, was das angeht, so ungefähr auf selbe Niveau. Beide haben ja vorher trainiert. Der Knossi hatte sich ja den Martin geschnappt, den Survival-Martin. Und der Sascha war ja beim ÖBH, beim österreichischen Bundesheer, ein bisschen trainieren. Und ja, ne? also da würde ich eben wissenstechnisch ein bisschen unterdurchschnittlich fit. Fitnesstechnisch würde ich den Knossi auch irgendwo so bei durchschnittlich bis vielleicht ein bisschen unterdurchschnittlich einordnen. Das ist ja nicht so, dass der total invalide wäre. In keinster Weise. Also ein bisschen Bäuchlein haben heißt nicht, dass man deswegen sich nicht vernünftig durch die Landschaft bewegen kann. Ich glaube schon, dass man ihm das zutrauen könnte, dass er normale Beweglichkeit und eine normale Ausdauer beim zumindest Wandern hat. Ja, großartig schnell rennen zu können, mag hilfreich sein, wenn man irgendeinem Tier davon rennen möchte, dem man davon rennen kann, zum Beispiel einer Giftschlange. Du kannst Giftschlangen davon rennen. Die sind die ersten 2 Meter vielleicht super schnell, aber danach nicht mehr. Du kannst auch ein Krokodil davon rennen. Das geht. Ein Mensch ist schneller als ein Krokodil an Land, wohlgemerkt. Was du nicht mehr davon rennen kannst, ist bekanntermaßen ein Wolf, ein Bär, ein Puma oder sowas in die Richtung. Gut, Fähigkeiten hat er ja offenbar auch nicht allzu viele. Immerhin kann er mit dem Firesteel offensichtlich zumindest ein bisschen Feuer anmachen. Ich würde hier also auch mindestens eine Durchschnittsnote vergeben wollen. Ja, das ist, glaube ich, angemessen. Ja? Weil zumindest ein bisschen Feuer machen zu können, auch in der Lage zu sein, rauszufinden, was sich dafür eignet als Zunder und sogar noch die Nummer mit den Bambusspänen gegen Ende. Vielleicht muss man da sogar ein bisschen überdurchschnittlich. So durchschnittlich bis überdurchschnittlich.
Ich will auch bei der Fitness übrigens nicht unbedingt einen Punkt abziehen für die Leistung beim Schwimmen, weil Schwimmen mit Klamotten und unter den Bedingungen, wie sie ihn da aus dem Helikopter geschmissen haben, das war wohl wirklich ziemlich schwierig. Und da würde ich, das halte ich schon für legitim, dass man sich da anstrengen muss, beziehungsweise ich hätte mich da auch anstrengen müssen in der Situation und würde mich ja auch so ungefähr mit dem Knossi etwas gleichsetzen, was das Fitnesslevel angeht. Oh. Kommt drauf an, wann im Jahr. Im Sommer bin ich fitter, im Winter weniger. Insbesondere im Herbst bin ich fit, weil dann ist der Sommer gerade vorbei und da bin ich ja reichlich fleißig an mich bewegen. Gut, wie dem auch sei, das wäre es dann zum Knossi gewesen. Schwierig, vielleicht so ungefähr fast gleich würde ich dann irgendwo den ja, das war ja Platz 3. Bleiben noch 4 Nasen. Ne? Wo packen wir den Joris hin? Ja, das wäre jetzt die Frage. Den Joris würde ich wegen einem Problem, nämlich der Tatsache, dass er nicht Feuer machen kann. Ja, obwohl er es versucht hat und wirklich nicht in der Lage war, die Fähigkeit zusammenzukriegen, die es gebraucht hätte, um in dieser Bedingung, die er da hatte, Feuer zu machen. Das ist nicht leicht, ja, aber ja, das ist halt schon schade. Das ist halt schon sehr, sehr schade. Und der Knossi konnte das ein Stück weit, ein richtiges Feuer machen konnte er ja auch nicht. Ich warte kurz den Flieger ab. Ja, ich glaube, ich mache das so. Ich packe Joris und Sabrina auf denselben Platz, aber fangen wir mal mit dem Joris an. Joris hat viel Wissen. Ja, mindestens mal viel. Er hat vielleicht nicht so viel Survival-Wissen, aber Artenkenntnis des entsprechenden Lebensraums, in dem man unterwegs ist, ist halt extrem viel wert. Wenn wir ihm also beim Survival-Wissen 2-3 Punkte abziehen, beim Artenwissen ein hervorragend unterstellen und dann Mittelwert daraus bilden, dann sind wir immer noch irgendwo im Bereich gut. So irgendwie. Ich hoffe, darauf können wir uns einigen, weil er sagt ja von sich selber, dass er sich mit dem Survival-Krempel jetzt nicht so besonders auskennt. Und ich glaube, er ist auch nicht der große Pflanzen, Kenner, sondern es geht ihm größtenteils um die Tiere. Es ist auch nichts dran auszusetzen. Ne? Also da würde ich ihm also schon ein Gut. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja? Und da fühlt er sich jetzt nicht ungerecht behandelt. Insgesamt gut. Fähigkeiten. Er hat ja sein Häuschen bauen können. Das hat er technisch gut gemacht. Er hat seine Stachelpalme entstachelt, um sich ein Dach bauen zu können. Das denke ich technisch auch einigermaßen gut gemacht. Beim Wissen, also habe ich noch gar nicht erwähnt. Inwiefern muss man Minuspunkte in Sachen Wissen geben für die dumme Entscheidung, in der Überschwemmungszone nächtigen zu wollen? Dann kriegen nämlich jetzt bisher alle eigentlich noch einen Minuspunkt bei Wissen. Aber durch die Bank alle, mit Ausnahme von ein Stück weit der Knossi und ja, der Knossi. Das war's im Grunde. So gesehen muss man ja allen, aber da das ja alle falsch gemacht haben, außer der Knossi, hebt sich's mehr oder weniger wieder auf. Ne? Also, hervorragend kann im Bereich Wissen eigentlich keiner sein, wenn man diesen grundlegenden Fehler innerhalb der Überschwemmungszone, der Überflutungszone, sein Lager aufzuschlagen macht, dann kannst du beim Wissen eigentlich nicht mehr sehr, sehr gut sein. Ist dann ausgeschlossen. Das ist wirklich schon ein sehr, sehr grober Schnitzer, aber da haben schon andere viel mehr dazu erzählt, als ich letztendlich. Ja, aber wir haben es ja gesehen, die sind alle abgesoffen. Ist es dämlich, vor dem Bereich, wo alles angeschwemmt wird, sein Lager aufzurichten? Weil wie ist das dann dahin gekommen, das angeschwemmte Zeug? Ja, das ist dämlich. Punkt. Ja, hart muss man sagen, weil so ist die Realität in der Hinsicht. Gut, also Joris Wissen, gut, Fitness, der Kerl ist fit, definitiv, also mindestens auch gut bis sehr gut, irgendwie sowas in den Dreh. Dann wäre da noch, was haben wir noch? Wir haben die mentalen Aspekte, das hat er, glaube ich, auch ganz gut hinbekommen, also gut, ja. Dass man so in so eine Achterbahnfahrt der Gefühle gerät, ohne jemals wirklich in Gefahr gewesen zu sein, jetzt den Knopf zu drücken und sich abholen zu lassen, das würde ich jetzt als nicht besonders schlimm ansehen, dass er seine Gefühle stark dokumentiert hat und jedes bisschen an Gefühlsänderung in die Kamera gequatscht hat. Das hat ja nichts mit dem Endergebnis zu tun. Also da würde ich auf jeden Fall ein Gut attestieren wollen. Und was die Fähigkeiten angeht, eben mit dem Hüttchen bauen und so weiter,
weiter und so fort, auch ein Gut. Ja, so, also durch die Bank, beim Wissen sehr gut, alles andere gut, so und etwa. So, jetzt kommt die Sabrina, die würde ich auch in fast allen diesen Punkten als gut, beziehungsweise bei den Fähigkeiten ist sie besser. Da ist sie ja fast schon sehr gut, so im Kontext. Ja, im Kontext. Natürlich kann man da noch weitaus krasser sein. Ja, oder auch beim Wissen natürlich weitaus krasser und vielleicht nicht mehr viel fitter als so ein Sascha, zumindest nicht was Kraft angeht. Aber ja, aber in dem Kontext von Seven vs. Wild würde ich Sabrina von den Fähigkeiten her schon als sehr gut einschätzen. Warum? Muss ich begründen. Naja, sie hat als einzige ein klassisches Shelter gebaut. Ihr Dach war dann mal zwischendurch dicht. Es wäre natürlich noch besser gewesen, wenn sie ihre Palmblätter richtig rumgelegt. Sie hat sich ein Bettchen gebaut, auf dem man dann irgendwann einigermaßen bequem liegen konnte. Wissenstechnisch hat sie das ja alles gewusst, wie das zu tun ist. Kann also nicht ganz schlecht sein. Würde ich als überdurchschnittlich bis gut irgendwo einordnen, wissensmäßig. Sie hat auch beim Trinkwasseransprache zwar ein Schlückchen probiert, hat sich danach aber schon auch Gedanken gemacht, was ihr Wasser angeht und wusste, dass sie das nicht einfach so trinken kann. Und als es dann später mal drüber wurde, als es geregnet hat, hat sie das auch gewusst und hatte Regenwasser aufgefangen. Und wollte nicht aus dem jetzt schmutzigen Bach, nachdem da eben jede Menge Zeug nach dem Regen eingetragen worden ist, nicht direkt trinken. Gute Entscheidung. Da gibt's also wissenstechnisch also auch mindestens mal ein Gut. Fähigkeiten, wie gesagt, sehr gut, weil sie vom Handwerklichen her relativ viel gemacht hat, plus sie hat Feuer gemacht. Sie hat als einzige in der ganzen Show Feuer gemacht. Zweimal. Und zwar ein richtiges Feuer, das auch eine Weile gebrannt hat. Anders als Knossi mit seinem, ja, ich kann was anzünden, ich kann aber kein Feuer machen. Feuer. Ja, das muss man schon unterscheiden. Was ist davon nützlicher? Ja, logischerweise Sabrinas Feuer. Und drum würde ich Sabrina mit dem Joris gleichsetzen wollen, weil sie eben im technischen Bereich besser war, im Wissensbereich nicht so, aber und von der Psyche her vielleicht auch eher schwächer, würde ich sie jetzt eher als durchschnittlich einordnen wollen. Ein kurzer Zusammenbruch, ja, ist das noch durchschnittlich. Wenn man einen Otto-Normalverbraucher nimmt und stellt den auf so eine Insel und sagt dem, der soll da 7 Tage durchhalten, da ist es schwer zu sagen, was eine durchschnittliche Reaktion sein wird. Ein kurzer Nervenzusammenbruch mal einmal, den würde ich jetzt nicht als allzu dramatisch ansehen wollen. Dass sie frühzeitig aufgegeben hat, will ich ihr jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht negativ ankreiden, weil es geht ja darum, wie überlebensfähig ist wer. Wenn sie nicht hätte aufgeben können, hätte sie weitermachen müssen. Und sie hat sich nach ihrem ersten Nervenzusammenbruch ja auch irgendwie selber wieder beruhigt und ist wieder dazu gekommen, dass sie nochmal was Vernünftiges hat tun können. Und drum, ja, ich möchte das eigentlich gar nicht als allzu schlimm ansehen. Ja, für meine Bewertung. Ihr könnt das gerne anders betrachten, wenn ihr das gerne wollt. So, gut, dann bleiben jetzt im Grunde nur noch der Fritz und der Otto übrig. Ich lasse den Otto mal außer Konkurrenz, weil ich mich da ganz schwer tue und da brauche ich gleich noch Rat von euch, wie man denn so ein Otto einzuschätzen hat. Und würde ansonsten Fritz jetzt in der 6er-Reihenfolge auf den ersten Platz packen. Nicht, weil der so unglaublich toll performt hat, aber weil er insgesamt ein paar Dinge gemacht hat, die man ihm schon definitiv gut als positiv anmerken muss. Also zunächst mal Wissen. Der Meinecke hat das eine oder andere gelernt. Absolut. Ja, er weiß zum Beispiel so ein paar Dinge über Wasseraufbereitung. Er kennt vermutlich auch ein paar Pflanzen. Er hat so ein paar Survival-Skills gelernt. Also ich würde schon auf jeden Fall sagen, gut, mindestens gut bis sehr gut im Vergleich zu einem Durchschnittsmenschen. Abzüge durch eben das Überschwemmungszonen-Camping, aber das sagt er ja selber in verschiedenen Beiträgen, dass das tatsächlich nicht so schlau gewesen ist. Gut, dann sind wir bei der Fitness. Fit ist er, also mindestens mal sehr gut. Der Kerl ist fit, Tatsache. Ja, dann hätten wir noch anzumerken, eben die Fähigkeiten handwerklich, was er da so zusammengeschustert ist, hat es aus meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Also sehr gut insgesamt. Ich
würden jetzt mal nicht höher einschätzen als Sabrina, wobei das müsste man eigentlich, ja, müsste man eigentlich schon so einen Ticken höher, also sehr gut bis hervorragend, so irgendwo in dem Bereich vom bautechnischen her, vom handwerklichen her, so und mental. Er hat diesmal ja wirklich ein bisschen zu leiden gehabt, das fand ich auch durchaus unterhaltsam, böse, ne? Aber ja, ist er vernünftig mit umgegangen. Und vor allen Dingen muss man ihm mental und positiv anrechnen, dass er halt dann doch irgendwie beschlossen hat, nicht in seiner dauernd überschwemmten Hängematte jetzt zu bleiben, sondern eben umzuziehen. Das heißt, wenn was nicht funktioniert, dann ändert das zu etwas, das besser funktioniert. Und das ist von der Grundeinstellung her eine ganz wesentliche Eigenschaft, die man für Survival haben muss. Und also das ist auch mindestens mal gut bis sehr gut in dem Bereich, ja. Muss man schon so sagen. Man muss den Meinecke ja nicht mögen, das sage ich jetzt zum x-ten Mal, aber aus meiner Sicht hat er da schon von den ganzen Kandidaten die beste Figur abgegeben, unter den Umständen, die er halt eben hatte. Klar wäre es schön gewesen, wenn er jetzt noch Feuer machen hätte können. Jetzt weiß man leider zum Meinecke relativ viel. Ob der Joris unter normalen Bedingungen problemlos ein Feuer mit einem Feuerstil anbekommt, wissen wir nicht. Dass der Meinecke das normalerweise easy peasy kann, das wissen wir schon. Daher, ja, vielleicht hat er da einfach jetzt in der Hinsicht ein paar Vorschusslorbeeren von Staffel 1. Da haben wir ja gesehen, dass der das alles beherrscht. Und auch die Summer mit dem Floßbau bei Staffel 1 und so weiter. Ja, also für mich tatsächlich von den Sachen, die sie gezeigt haben, Meinecke auf Platz 1. So, und warum habe ich jetzt den Otto zur Seite gepackt? Da habe ich große Schwierigkeiten, das einzuordnen. Ja? Als bekannt gegeben worden ist, und da brauche ich übrigens eure Hilfe, also so kommentartechnisch, ne? Wenn ihr Bock habt, dass der Otto da dabei ist, fand ich das eine interessante Wahl. Den Robert Mark Lehmann hätte ich zwar lieber gesehen, mit dem habe ich inzwischen auch meinen Frieden gemacht. bin ich ein paar Mal gefragt worden, wenn ich den Robert Mark Lehmann erwähne, dann meistens mit so einem ganz leichten Unterton, als würde ich den nicht mögen. Tatsache ist, ich mag den auch nicht. Ja, der ist mir unsympathisch. Da kann ich nichts dran ändern. Es gibt Leute, die sind mir unsympathisch, ohne dass ich einen konkreten Grund für benennen kann. Fairerweise hoffe ich, dass man ruht auf Gegenseitigkeit. Das ist dann immer am besten, weil sonst wird's doof. Aber ich habe mir dann auch mal ein bisschen was, also ich habe immer nur ganz kurze Ausschnitte vom Robert Mark Lehmann gesehen. Ja, und die kurzen Ausschnitte, die sind auch alt. Die sind also zum Teil ziemlich 5, 6, 7 Jahre alt und solche Späße. Da ist er mir viel zu wenig reflektiert und viel zu sehr auf eine Sache fokussiert und sieht nicht beide Seiten der Medaille, sondern eben nur die eine, die für ihn richtig ist. Ja, das macht zumindest da den Eindruck. So, und deswegen habe ich ihn als unsympathisch eingespeichert und als das ist doof. Ja, weil, wie ihr wisst, ich versuche immer alles aus mehreren Blickwinkeln zu beleuchten und das finde ich für einen Wissenschaftler, und das ist der ja auch irgendwo, essentiell. Und dass er das nicht tut oder zumindest in manchen Sachen den Eindruck erweckt, das nicht zu tun früher, das hat mich etwas gestört. So, jetzt habe ich mir ein paar längere Sachen von ihm mal angeguckt und dann differenziert er deutlich mehr. Und sagt auch immer öfter, dass wir mehr differenzieren müssen und dass er das auch erst lernen musste, mehr zu differenzieren. Zum Beispiel zum Thema Jagd hat er da mal irgend so eine Reaction. Ja, bei ihm kann man ja quasi nur Reactions gucken. Und ja, jedenfalls in dieser Reaction hat er sich schon viel Mühe gegeben, da einigermaßen differenziert aufzutreten und eben zu sagen, in der Jagdfrage gibt es nicht nur Schwarz und Weiß und man kann das nicht mit ist ganz böse oder ist total dufte beantworten und das entspricht dann schon der Wahrheit. Und ab dem Punkt habe ich auf jeden Fall meinen Frieden mit Robert Mark Lehmann gemacht. Das wird ihn wahrscheinlich nicht besonders interessieren. Aber, und man muss natürlich noch sagen, der Mann tut viel Gutes. Das natürlich dufte. Ja, und im Hinblick dessen, was wir wollen, also sprich so Klimawandel ist scheiße, da sind wir uns einig. Viecher umbringen, sinnlos, das können wir uns darauf einigen, ist scheiße. Hinsichtlich der Notwendigkeit von Zoos bin ich vielleicht nicht ganz seiner Meinung, bin ich etwas weniger radikal. Ich würde etwas mehr positive Punkte am Zoo sehen wollen, als er das tut. Aber ich kann schon verstehen, und er begründet schon gut inzwischen, was seine Meinung zu dem Thema ist. Also abgesehen davon, dass ich ihn einfach nicht sympathisch finde,
ist das schon ein guter. Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. So, und den hätte ich lieber gesehen als den Otto, um jetzt zum Thema zurückzukommen. Ich warte mal kurz, bis der Trecker vorbei ist. So, aber so ein Traktor ist übrigens verdammt langsam. Das hat uns richtig lange gedauert. Wir haben ja den Otto bekommen. So, und dann dachte ich mir im ersten Moment, ja, okay, so ein Ex-Militär, der viele Survival-Lehrgänge durchlaufen hat und so weiter und so fort, das könnte ja ganz interessant sein. Und hatte so ein kleines bisschen, ich habe den davor auch schon zwei, dreimal vorgeschlagen bekommen von der Videoliste her, was ich mir als nächstes angucken soll von YouTube. Und habe da auch zwei, dreimal reingeguckt und habe dann irgendwie, ich glaube zum ersten Mal bin ich auf ihn gestoßen, als er behauptet hat, ein Biwaksack wäre der geheime Gegenstand gewesen, mit dem man Seven vs. Wild Staffel 1 total abgerockt hätte, was der Fritz nicht so sah, was ich auch nicht so sah. Ein Biwaksack ist auf keinen Fall besser als ein Tarp. Ein Tarp ist vielseitiger einsetzbar. Wenn du einen Tarp vernünftig aufbaust, brauchst du keinen Biwaksack. Wenn du doch einen Biwaksack brauchst, hast du deinen Tarp nicht richtig aufgebaut. Ja, also das ist einfach, ein Biwaksack ist für Leute, die nicht mit dem Tarp umgehen können, meiner Meinung nach. Außer im hochalpinen Bereich, da sind die Dinger klasse, weil da geht fast nichts anderes. Ja? Aber ja, ne, also das, da kann man sich streiten. Aber das ist jedenfalls mein Erstkontakt mit dem Otto gewesen. So, und dann hatte man irgendwie den Eindruck, so an dem, was die anderen Kandidaten so gesagt haben, nachdem der Don dominiert war und nachdem, was er selber so gesagt hat. Und ein paar Videos von ihm habe ich ja geguckt und so die ersten Otto-Reactions klangen auch so relativ so, als ob der ein bisschen Ahnung hätte von der Thematik. Und vom Sagen her war da auch die eine oder andere richtige Aussage dabei. So, und ich habe dann die ersten paar Folgen eben in der Grundprämisse geguckt, dass der Otto offenbar Ahnung hat, vermutete Ahnung, im Zweifel für den Otto sozusagen, und der wird sich schon auskennen. Und dementsprechend habe ich auch zum Beispiel nachvollziehen können, dass er sein Wasser einfach so gesoffen hat, weil er gesagt hatte, ja, wenn es verkeimt gewesen wäre, ich hätte eh bei dem Wassermangelmenge, die ich hier brauche, hätte ich eh keine Chance, das Wasser irgendwie aufzubereiten, abzukochen und so weiter und so fort. Das würde ich sowieso nicht hinkriegen ohne Ausrüstung und so ein Gefäß und so weiter, und deswegen trinke ich es jetzt gleich so. Das schien mir in dem Moment erstmal eine reflektierte Aussage zu sein von jemandem, der sehr viel Erfahrung mit der Thematik hat und sich deshalb daher gut überlegt hat und einfach weiß, dass das anders nicht hinbekommen würde und dass es in diesem Weise die beste Entscheidung ist und auch vom Erfahrungswert her das Wasser, was hier jetzt gerade fließt, in Ordnung ist, soweit man das einfach aufgrund von, man guckt sich's an, überhaupt einschätzen kann. Da bin ich jetzt einfach mal von Haus gegangen, dass der da wusste, was er tut. Dann ging es weiter, Hütte in diese Brandungshöhle zu bauen, beziehungsweise sich da drei Bretter hinzulegen und das dann als Shelter zu betiteln. Und da ist mir aufgefallen, er hat ja ganz am Anfang gesagt, ich habe mir das versucht, um mal zu rekapitulieren, er fängt mal hier an, vielleicht macht er auch jeden Tag ein eigenes Shelter, mal gucken. Ja, also da war schon große Klappe. Das ist definitiv große Klappe. Wenn man sich anguckt, wie viel Mühe mit dem Shelterbau da jeder einzelne Teilnehmer, abgesehen von Nova und Knossi, weil der musste ja nicht, hatte, ist das schon erstmal richtig dicke Hose. Ich baue mir jeden Tag ein Shelter. Das hatte sich dann ja relativ schnell erledigt mit dem jeden Tag ein anderes Shelter bauen. Er hat sich ja nicht mal irgendein Shelter gebaut. Das müssen wir ja auch erstmal so festhalten. Ne? Also gesagt, jeden Tag ein Shelter bauen. Vielleicht, okay, er hat vielleicht gesagt, ja, aber die Aussage steht erstmal im Raum. So, dann hat er also da eben sich seine drei, vier Bretterchen ohne nennenswerte Polsterung, dann später die Flipflop-Polsterung probiert, okay, das mit der Flipflop-Polsterung ist ja nicht mal eine schlechte Idee, aber auch nicht auf die Idee kommen, da einfach ein paar sicher insektfreie Blätter draufzulegen, das kann man ja machen, man kann sich ja die Blätter irgendwo oben aus dem Busch schneiden oder in der Mitte aus dem Busch schneiden, zum Beispiel eben die herzblättrige Hyazinthe, heißt es so, herzblättriger Hibiskus. Das ist das Zeug, was da mehr oder weniger überall gewachsen ist. Habe ich inzwischen nachgeschlagen, was das eigentlich gewesen ist. Und das kann man problemlos da irgendwo, das hat der Sascha auch sein Dach gedeckt. Also das, womit der Sascha sein Dach gedeckt hat, ist der herzblättrige Hibiskus, denn der wächst da, wie gesagt, überall. So, und den hätte man abschneiden können und hätte sich den angucken können, ob da denn Viecher drin sind, das dann bei Otto auf sein Feldbett legen können. Und die Chance, dass dann da
über den ganzen Strand, durch das ganze Flussdelta, irgendein Viech kriecht, um dann in das Bett vom Otto reinzukriechen, das ist Quatsch. Ja? Und dementsprechend, das wäre definitiv möglich gewesen, das dann vernünftig auszupolstern. Hat er scheinbar nicht gebraucht. Wäre aber was gewesen, was noch Content gewesen wäre, sage ich jetzt mal. Ne? Was man hätte machen können und was jemand, der sich mit der Thematik auskennt, meiner Meinung nach auch hätte tun können, sollen. Ja? Du kannst es, ja dann mach es doch auch. So, hat er aber nicht gemacht. Stattdessen ist er ein bisschen spazifizieren gegangen, hat geschwitzt, ist viel nackig rumgerannt, da ist auch nichts dran auszusetzen, alles gut. Nichts passiert. So, dann der nächste Punkt, wo ich ein bisschen, da ist ja dann ansonsten bei den Challenges mitgemacht, die hat er ja bekanntermaßen auch gewonnen, und ansonsten gab es nichts Erwähnenswertes beim Otto, außer die diversen Krokodile, die er da angeblich gesehen haben möchte, man sieht halt auf der Kamera nichts davon, Punkt. Ja. Also vielleicht war da was, ich glaub's nicht, beweisen kann man's nicht, boah, vielleicht auch nur eingebildet, wissen wir nicht, ja. Im Zweifel wissen wir es nicht. Ich würde also mindestens mal von eher fragwürdig, dass das ein Krokodil gewesen ist. Könnte auch ein Agouti gewesen sein. Die haben wir zwar nie gesehen, aber die können sehr gut schwimmen und die hocken auch mal am Wasser und springen da gegebenenfalls mal rein und machen einen Platsch. Ja, also das wäre durchaus auch vorstellbar. Gut, dann kam der Punkt, wo ich wirklich völlig ausgestiegen bin, beim Nachzuvollziehen, was der Otto da eigentlich tut, also beim Otto beim Nichtstun zuzugucken, als er dann eben gemeint hat, dass er nach 4 Tagen jetzt mal eine Erklärung abgeben muss, warum er denn eigentlich nichts tut, und die Botschaft, dass Müll rumliegen scheiße ist, tipptopp, völlig in Ordnung, ja? Da ist wenig dran auszusetzen. Was ich aber A nicht verstehen kann, und das liegt vielleicht an mir, ich habe es mit meiner Frau besprochen und die meint, das könnte an mir liegen, dass ich ihn da irgendwie falsch verstanden habe. Er hat es vielleicht unglücklich formuliert, aber sie würde es anders interpretieren. Deshalb liegt es wahrscheinlich an mir. Aber ich habe ihn so verstanden, dass er hier nichts tun kann, weil hier Müll rumliegt und das deprimiert ihn, weil er jetzt realisiert, dass wir Menschen den Planeten kaputt machen. Warum er dafür extra an so einen Strand muss, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, wie wenig weit man rumgekommen sein muss. Es ist ein bisschen böse, aber ich kann das wirklich nicht verstehen. Ich kapiere das nicht. Man weiß doch, als weitgereister Mensch, also ich gehe davon aus, dass wir das wirklich alle wissen, jeder Strand der Welt, der nicht regelmäßig aufgeräumt wird, weil ständig Touristen da sind, sieht so aus wie die Strände auf dieser Insel, weil überall, mindestens in den Tropen, da noch am allermeisten, weil sich die Meeresströmungen tendenziell da in diesem Bereich bewegen, natürlich davon auch irgendwann mal wieder weg, aber da kommt alles irgendwann mal vorbei, sozusagen, da wird überall Müll ohne Ende angespült. Das ist eine Tatsache, das ist überall so, das ist nicht nur auf dieser Insel so, sondern überall. So. Und das hätte man erstens vorher wissen können, das wussten ja viele auch vorher. Sabrina zum Beispiel hat in ihrer Vorbereitung, ist sie sehr stark von vorhandenem Müll ausgegangen, hatte sie ja auch vollkommen recht. Das habe ich zufällig gesehen gehabt, dass Sabrina da eben mit Müll gerechnet hatte. So, und ja, dass da jetzt Müll liegt, das mag sein, dass dich das stört, ja, und das mag sein, dass das blöd ist und so weiter, aber wieso man jetzt da Passivität lebt, weil da Müll liegt, das habe ich nicht ganz kapiert. Und ich weiß auch nicht, was es dem Planeten helfen soll, dem Planeten zuliebe bei Seven vs. Wild, wo man sich furchtbar darüber gefreut hat, dass man da mitmachen darf und sich bedankt hat und so weiter und so fort, dann doch nicht wirklich mitzumachen, weil man lieber Passivität lebt. Obwohl man angeblich ja easy alles Mögliche könnte. So, und da ist mir dann so intern ein bisschen der Hut hochgegangen, weil der Otto sagt da, und da ist wieder große Klappe, die zweite, ich könnte hier easy Feuer machen, Fische fangen, Krebse grillen und so weiter, aber ich fühle das nicht. Das ist ja modernes Deutsch für ich will irgendwas nicht tun, ich fühle das jetzt nicht. Hat mir inzwischen auch ein paar junge Leute in die Kommentare geschrieben.
ist in Ordnung. Sprache ist im Wandel. Das ist schon okay. Ich habe da manchmal meine Schwierigkeiten mit, aber das muss so sein. Ne? Ist schon in Ordnung. Wie dem auch sei, jedenfalls hat er das nicht gefühlt. Und dann hat er wieder große Klappe auch noch behauptet, dass hier weniger Müll sei, wenn Seven vs. Wild zu Ende ist. Ich glaube, er hat irgendein Andenken aus Müll gebastelt, was er mitgenommen hat. Aber das war es dann auch an weniger Müll, der da jetzt ist. Und ich bin dann eigentlich noch davon ausgegangen, als er das gesagt hatte, dass er hier zwar kein Feuer macht und auch sonst Passivität lebt und einfach 7 Tage rumsitzt und sich die Eier schaukelt, und nicht vorhat, hier irgendwas zu tun, auch nichts zu essen und so weiter. Das ist ja über 7 Tage auch nicht notwendig, wäre ja Arbeit. Und eigentlich nur die Challenges mitmachen möchte und dann geht er wieder. So habe ich das zumindest interpretiert. So ist es auch gekommen. Das gemeint hat er das wahrscheinlich nicht und vielleicht tue ich ihm hier Unrecht. Ja, aber er hat ja nichts getan über die 7 Tage. Und dass er easy Feuer machen kann, hat er dankenswerterweise am Ende ja noch bewiesen, dass er nicht easy Feuer machen kann, nämlich nicht in der Lage ist, Feuer zu machen. Jetzt kann man natürlich behaupten, ja, aber wenn er sich mehr Mühe gegeben hätte, dann hätte er easy peasy gleich ein Feuer anbekommen. Nö. Ja, weil die Brennglasmethode, mag sein, dass du das mal irgendwo ausprobiert hast, habe ich auch. Irgendwo funktioniert das dann tendenziell auch ganz gut, aber nicht bei 90% Luftfeuchtigkeit. Ja, und das muss man wissen. Und da muss man, wenn man Survival-Profi bei sich irgendwie im Videotitel stehen hat, dann sollte man das definitiv wissen. Und wenn man da Survival-Profi sogar stehen hat oder Survival-Experte, dann sollte man sogar in der Lage sein, trotzdem ohne Hilfsmittel ein Feuer anzubekommen, obwohl das da scheiße schwierig ist. Also wer so dicke Hose macht, der muss auch liefern. So, und wir haben halt beim Otto nix gesehen. Nix! Außer, das muss man ihm lassen, dass er mental überhaupt keine Schwierigkeiten hatte. Nun so gar nicht. Ja? Das ist richtig. Ja? Und das muss ich zugeben, das hat ihn überhaupt nicht gekratzt, mental. Ja. Ist keine so große Leistung, abgesehen davon, dass jemand wie ich enorm Hunger gehabt hätte und das mich genervt hätte und ich mich dann gefragt hätte, was mache ich denn hier, wenn es doch Pizza gibt und ich mich vielleicht noch gelangweilt hätte, weil ich irgendwann nichts mehr zu tun habe. Aber ich hätte ja auch Gegenstände mitnehmen wollen und darunter auch ein Buch, das hatten wir ja auch schon besprochen. Ich weiß gar nicht, ob ein Buch letztendlich zulässig gewesen wäre, aber das wäre so toll gewesen, damit Buch rumhängen 7 Tage. Was soll da passieren? Die Mücken nerven. Das war es dann aber auch. Ja gut, jedenfalls, das habe ich nicht kapiert. So, aber jetzt eben, da die Botschaft Müll ist böse dann gewesen ist und es wird weniger Müll da sein, wenn das vorbei ist, das hat er ja auch eben gesagt gehabt, kurz nachdem er eben diese Müllrede gehalten hat, weshalb er hier nichts tut, weil hier Müll ist. Und ich hatte in die Kommentare geguckt, ob das nur mir als komisch auffällt. Ja, das fällt offenbar nur mir als komisch auf. Ich habe keinen einzigen Kommentar gefunden, der nicht Otto als Ehrenmann betitelt oder sowas in die Richtung. Ich habe aber auch irgendwie nach 200 Kommentaren aufgehört zu lesen. Das sind ja Tausende. Ja, und also vielleicht gab es auch solche Stimmen. Ich weiß es nicht. Aber ja, dann bin ich also davon ausgegangen, okay, dann macht er hier nichts, aber er häuft einen großen Haufen Müll an, den man dann mit aufs Boot nehmen kann, den man dann mitnehmen kann und dann liegt da tatsächlich weniger Müll. Nix ist, ne? Also wenn er so sehr keine Probleme hat, auf der Insel zu überleben, dann kann er doch auch Energie fürs Müllsammeln investieren, habe ich mir dann gedacht. Nö. So, und was haben wir jetzt am Ende? Schöne Worte. Müll am Gewässer ist böse. Das ist ja auch so. Und wir schmeißen zu viel Zeug weg. Tatsache. Was soll man dagegen tun? Nichts tun. Scheinbar. Ich kapiere es nicht. Ich habe die Botschaft nicht verstanden. Gibt es da auch, abgesehen davon, dass wir Menschen den Planeten kaputt machen, was stimmt, ja, gibt es da auch noch irgendeine Konsequenz draus, irgendeine Handlungsempfehlung, Lösungsansatz, eine gute Tat, nix. Ja? Und da habe ich Schwierigkeiten. Das verstehe ich einfach nicht, was das bitte soll. Ja? Und ja, letztendlich habe ich dann versucht, beim Otto auf dem Kanal mal rauszufinden, was der denn für krasse Fähigkeiten hat. Und jetzt, das klingt jetzt völlig falsch. Und das ist auch völlig falsch, aber der labert bloß, genau wie ich. Aber zumindest habe ich hier und da auch mal so 2, 3, die sind zwar selten, aber es gibt Videos, da zeige ich auch mal was. Ja?
Und das habe ich beim Otto lange suchen müssen und bis auf den blöden Survival-Wasserfilter, der garantiert nicht funktioniert, und eine Schneeübernachtung, die aus, wir laufen in den Schnee, wir packen unsere Planen aus, schmeißen Biwaksack drauf, liegen mit Schlafsack und Biwaksack und toller Ausrüstung, eine Nacht im Schnee und gehen wieder nach Hause und das als krasse Schneeübernachtung, war dann hinterher noch drauf reagiert und so weiter und das war's. Ansonsten habe ich eigentlich nichts gefunden, wo man irgendwie den Otto was tun sieht. Und jetzt frage ich mich, bin ich einfach nicht in der Lage zu erkennen und finde das einfach nicht im Internet, wo man sehen kann, wo der Otto seine unglaublichen Fähigkeiten unter Beweis stellt? Oder gibt es das tatsächlich nicht? Und warum hat er dann so einen Ruf? Basiert das einfach nur drauf, dass er erzählt, was er Krasses getan hat, damals bei der Bundeswehr, und das glaubt man ihm dann einfach und drum gilt er jetzt als krass. Ich meine, der Mann ist durchtrainiert. Punkte für Fitness muss man ihm definitiv auch geben. Ja, Punkte fürs Durchhalten muss man ihm geben. Punkte für Wissen habe ich keinen Schimmer, ob man ihm da welche geben muss oder nicht. Er wirkt so, als wüsste er da vieles, aber wirklich bewiesen hat er das nicht. Also allein dieses Wohnen in der Brandungshöhle, die komplett nur deswegen da ist, weil sie vom Wasser ausgehöhlt worden ist, das ist schon dumm. Das Nichtwissen, wie schnell das steigen kann, dass du möglicherweise auch keine Möglichkeit mehr hast, mehr da rauszukommen, das kann durchaus passieren. Das sind einfach unnötige Risiken, die ja da eingegangen ist, was man als Survival-Experte mindestens einfach wissen muss und dann auch nicht tut. Weil darum ist man ja Experte. Aber ja, also ich kapiere das nicht. Das kapiere ich nicht. Das ist also mein großes Rätsel bei Seven vs. Wild, wieso der Otto so in den Himmel gelobt worden ist, obwohl er nichts getan hat. Ich glaube schon, dass der wahrscheinlich vieles kann. Der kann bestimmt ein Feuer machen. Seine Feuerbohrversuch da bei der Temperaturgeschichte, sei irgendwie auf 90 Grad, 96 Grad oder was auch immer gekommen, das reicht übrigens hinten und vorne nicht im Ansatz, um ein Feuer anzuzünden. Dafür brauchst du mindestens 350 Grad. Mindestens. Ja, und dann auch nur, wenn du vernünftigen Zunder zur Verfügung hast und so weiter und so fort. Also da war nicht mal ansatzweise dran, ein Feuer anzubekommen. Ja, und hat er irgendwie easy peasy behauptet, das zu können. Das heißt, es fehlt hier auch an der am Wissen oder an der, keine Ahnung, gesunden Selbsteinschätzung zu verstehen, dass bei 90 Grad, 90% Luftfeuchtigkeit andere Bedingungen zum Feuermachen herrschen, als das bei uns daheim mit häufig sehr, sehr wenigen Prozent Luftfeuchtigkeit, insbesondere im Sommer, herrscht. Ja. Aber der ist ja, was weiß ich, wie weit auf der Welt schon rumgekommen, sagt er zumindest. Und da war ich da schon überrascht, dass da offenbar entweder völlige Selbstüberschätzung oder Unkenntnis der Lage oder irgendwas, das ich halt nicht verstehe, vorliegt. Ja, ne? Und drum, weil ich überhaupt nicht einschätzen kann, kann der nix oder kann der doch was, möchte ich den Otto einfach irgendwie nicht wirklich bewerten von seinen Fähigkeiten her, weil ich mich da außerordentlich schwer tue. So, und vielleicht kann mir das jemand erklären. So, und ansonsten, das mit der Nummer in der Brandunghausen habe ich ja jetzt mehrfach erwähnt, das wäre halt noch die letzte Sachinfo gewesen, das sollte man nicht tun, aber das können wir auch darauf runterbrechen. Ich wollte ursprünglich noch ein paar Sachen zu Saschas Hornissennest sagen, also was da im Bildhintergrund hin und wieder bei Sascha zu sehen ist, diese komische kugelige Struktur in den Ästen, das ist ein, Quatsch, Hornissen, Termitennest ist das. Wollte auch noch was zu dieser komischen Killerbiene erzählen. Das ist die afrikanisierte Honigbiene, die heißt tatsächlich so. Das ist eine Züchtung der, eine besonders aggressiv geratene Züchtung unserer Kulturhonigbiene, die durch besonders aggressives Verhalten gegenüber Menschen auffällt, die sehr stark ihren Kokon, ihren, wie heißt denn das Ding? Mir fällt es gerade nicht ein. Naja, ein Bienennest halt. Nest ist ja nicht ganz falsch verteidigt. Und ja, das ist es aber im Grunde eigentlich im Wesentlichen auch. Also zu viel mehr Sachen hatte ich da nichts mehr zu sagen, weil die sind ja alle nicht ins Hinterland. Das kann ich menschlich irgendwo nachvollziehen. Es ist unglaublich mühsam, sich durch so ein Gestrüpp durchzuarbeiten. Das wäre die einzige Möglichkeit gewesen. Dann kommt man am Tag halt wirklich nur 30 Meter weit, wenn man sich da machetentechnisch durchhacken muss. Oder auf, sagen wir mal, 300 Meter, wenn du den ganzen Tag dafür Zeit hast. Verbrauchst dafür einen Haufen
Haufen Energie, aber bist dann im Hinterland, kannst dir dann einen wunderschönen Platz suchen zum Lager errichten. Und man hätte halt wirklich einfach eine Lichtung schlagen müssen, wenn man eine Lichtung braucht in einer Landschaft, in der es keine Lichtung gibt. Wenn man aber ein Werkzeug hat, mit dem sich das herstellen ließe, dann ist das durchaus auch eine Option, sowas zu tun, dass man die Natur nicht kaputt machen möchte, in allen Ehren. Aber auch zu diesem Punkt, man möchte die Natur nicht kaputt machen, also da müssen wir nochmal auf den Otto quasi verweisen, dann bleib zu Hause. Dann flieg auf keinen Fall nach Panama und lass dich mit einem großen Aufwand an drumherum auf diese Insel verfrachten. Jetzt will ich nicht zu viel motzen, ja? Der CO2-Fußabdruck von Seven vs. Wild, der ist vorhanden, keine Frage. Der ist auch deutlich größer als zum Beispiel bei Staffel 1. Der ist aber bei weitem kleiner als der von irgendeiner großen TV-Produktion. Daher muss man schon sagen, für die Menge an Unterhaltung, die das so vielen Leuten im Internet geliefert hat, ist der CO2-Fußabdruck der Gesamtproduktion meiner Meinung nach absolut akzeptabel. Aber wenn du da jetzt mit Umweltschutzbotschaft hingehst und sagst, es ist doch alles so böse, dann hättest du das besser zu Hause machen können, weil dann wäre es einfach glaubwürdiger, bevor du dahin geflogen bist und dir da den Arsch platt sorgen. Ja, hätte zumindest ein bisschen CO2 gespart. Man hätte den Platz im Flugzeug an wen anders vergeben können, der gute Gründe hat, um nach Panama zu reisen. Gut, das wäre dann wahrscheinlich ein Tourist gewesen und der hat auch nicht wirklich bessere Gründe. Im Grunde waren das ja auch alles Touristen, die Teilnehmer, so gesehen. Ja, also das ist Meckern auf ganz hohem Niveau und das macht keinen wirklichen Sinn. Aber ja, ne? Also was das angeht. Und ein letztes noch, ich bin ja wirklich dankbar, das wollte ich nochmal betonen, dass das eben nicht auf einer wirklichen, echten, einsamen Insel stattgefunden hat, weil da wäre dann der Schaden für die Natur tatsächlich relevant gewesen. Für so eine Sekundärwaldinsel, die eben einmal komplett gerodet gewesen ist und seitdem mit Gestrüpp wieder zuwächst, nachdem sie mit ihren Waffentests fertig sind, die Amerikaner, da gibt's nicht wirklich Unnatur, das heißt, die machen da auch nichts Schlimmes kaputt. Und ob du da jetzt eine Palme fällst oder ein paar Äste abschlägst, das ist wirklich scheißegal. Das spielt nun wirklich keine Rolle. Und da wird der Hund nicht in der Pfanne verrückt. Ja? Das ist höchstens Symbolwirkung, dass man da keine Pflanze verletzen möchte, weil man stattdessen lieber Gewächshaustomaten auf seinem Rindfleischburger futtert, sobald man wieder zu Hause ist. Es ist halt immer Symbolpolitik. Ja, wer nicht zufälligerweise tatsächlich mit dem Lendenschurz in der Höhle lebt, vegan und null CO2-Fußabdruck, außer das, was er ausatmet, hat der wird immer ein bisschen vor sich hin heucheln, weil er die eine Tätigkeit unglaublich schlimm findet, während er andere theoretisch nochmal viel schlimmere Tätigkeiten weiterhin fröhlich vornimmt. Er soll heißen, du kannst jetzt sagen, Baumfällen ist völlig böse und danach heizt du 800 Kilometer über die Autobahn, weil du in einem Musical willst, das nur in Hamburg gespielt wird, zum Beispiel. Ja? Also es ist in vielen, vielen Fällen ziemlich dumm, was in Sachen, der arme Baum und so weiter und so fort passiert, in Anbetracht dessen, wie wir unser Leben leben. Ja, es ist natürlich nicht falsch, dass ein Baum zu fällen irgendwo ein Kaputtmachen der Natur ist, aber es ist halt falsch, beim einen Kaputtmachen der Natur plötzlich zu sehen, dass man sie kaputt macht, während man bei indirektem Kaputtmachen der Natur, Autofahren zum Beispiel, ignoriert, dass man sie kaputt macht. Und ich glaube, da müssen wir gesellschaftlich irgendwo von weg. Dass wir dann schon verstehen, dass jede unserer Handlungen, auch wenn sie nicht unmittelbar einen Baum umschneidet, trotzdem zum Sterben eines Baumes irgendwo führt. Vielleicht nicht jedes Mal eines Ganzen, aber anteilig definitiv. Ja? Oder zum viel mehr Sterben als nur eines Baumes. Also mit einem Flug nach New York oder sowas hast du mindestens 5-6 Bäume auf dem Gewissen, wenn man das so ein bisschen umrechnet. Ja, aber gut, damit muss ich jetzt nicht auch noch anfangen. Glaube ich, lang genug. Auch nicht so lang geworden, wie ich befürchtet hatte. Von daher ist, glaube ich, eine gute Idee, jetzt Schluss zu machen. Trotzdem insgesamt herzlichen Dank tatsächlich an alle Beteiligten für Seven vs. Wild. Ich habe mich wirklich gut unterhalten gefühlt, die ersten 10 Folgen. Und dass das am Ende, ich wüsste auch nicht, wie man das verhindern sollte, dass das am Ende halt dann irgendwann zäh wird, wenn keiner mehr Bock hat, in Anführungszeichen. Insbesondere von denen, die da rumbocken und die jetzt einfach noch ihre Zeit absitzen wollen. Das kann man menschlicher nachvollziehen. Klar ist es in der Produktion, im den Zuschauer dann nicht mehr so toll, aber ja.
Nee, mehr fällt mir nicht mehr ein. Ich hoffe, euch hat das Ganze insgesamt auch irgendwie ein bisschen was gebracht, so wie ihr es dann überhaupt geguckt habt. Und falls nicht, dann hoffe ich, dass euch mein Kommentar ein bisschen was gebracht hat. Das hat der eine oder andere von euch ja auch in die Kommentare geschrieben. Und ansonsten, wenn ihr damit überhaupt nichts davon was anfangen konntet, dann ist es jetzt vorbei. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen, was gerade ist bei euch. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ich brauche ein Taschentuch.